So, Leute, Halli, hallo, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Heute wieder ein bisschen out of nowhere, nicht F1. So, moin zusammen. Heute echt direkt viele Leute am Start. Hi Phil, hi Gerd, Sven, Niklas, Robert, Jonas, Adam. Hi, hi alle. So. Gleich geht's los. Das erste Rennen online, beziehungsweise die ersten Rennen online in ACC. Leute. Leute. So. Da sind wir. Ich hoffe, das Bild wieder gut ist. Heute wieder im Mercedes gekleidet. Mercedes-Shirt natürlich am Start, weil wir fahren heute ein GT3-Auto und den Mercedes. Wir fahren heute einen Mercedes in ACC. Und zwar, moin Renner, moin Lion. Und zwar mit den Jungs von Scopum Racing, habe ich euch hier unten verlinkt, falls ihr die nicht kennt. Ich habe die Tage so ein bisschen mich so ein bisschen, ja, connected, weil ich wirklich gar keine Ahnung habe von ACC und deshalb dachte ich mir, ich brauche mal ein paar Leute, ein paar Jungs, die mir da ein bisschen helfen können. Und ja, die Jungs sind heute dabei. Ne? Sven, willkommen. Hi Sven. Willkommen in der nächsten Stufe. Moin. Jack. Hi. Hi alle. So, genau. Ich gehe jetzt gleich mal rein ins Game. Wir werden heute die allerersten Online-Rennen fahren in ACC und ihr habt es gesehen im Thumbnail. Heute ein bisschen Fahrschule machen und die Jungs werden mir dann einfach ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Auch mit Setup. Setups habe ich, weil ich es gerade gelesen habe im Chat, habe ich auch gerade ein paar reingeladen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert alles, aber werden wir irgendwie rausfinden. So, Game habe ich schon gestartet. So, hier sind wir. Hier sind wir drin und wir werden jetzt einfach mal die ersten Rennen fahren. Ich kann euch gleich mal zeigen, wir haben ein spezielles Fahrzeug heute am Start. Mega, mega gut und da geht ganz, ganz großes Lob raus an den Meister von Scopum Racing, beziehungsweise den Designer von denen, weil der hat das Auto gemacht. Der hat das Auto erstellt. Ich gehe jetzt hier mal rein kurz. Hier, ihr seht was, oder? Spiel haben wir übertragen. Der Chat, der ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig hier. Aber den werde ich hier immer irgendwo hinpacken, wenn es euch nicht stört, weil sonst sehe ich den Chat nicht. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, liebe Leute, wir sind hier in diesem Fahrzeug. Moment, ich muss jetzt kurz mal gucken. Hier. Wie findet ihr? Mega krass. Mega krass. Das hat er kurz heute Nachmittag irgendwie zusammengebastelt, das Auto. So, crazy, crazy, oder? Zumal muss man erstmal kommen, braucht man sehr viel Übung. Ja, wir fahren jetzt erstmal die ersten Rennen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Erstmal Safety Rating fahren, dass wir überhaupt auf den Server joinen können. Ich habe gerade mit den Jungs kurz telefoniert und ich komme nicht auf den Server drauf. Das heißt, ich kann erst Rennen fahren, wenn ich Safety Rating habe. Das heißt, wenn ich die ersten Rennen vernünftig gefahren habe. Das heißt, erst dann kann ich mit den Jungs online fahren. Das heißt, wir werden heute ein paar Rennen fahren. Und hier, schaut mal. Fahrschule. Ist das nicht geil? Richtig, richtig gut. Hier. Fahrschule. Total Pro. Das Auto ist echt sehr gut. Sieht super aus. Hi Lea. Schon krass. Schon krass. Ich werde das bis heute nicht verstehen, wie man sowas machen kann. Mit Photoshop und was auch immer. Ja. Ich denke, das könnte cool werden. Und wie gesagt, Rennhandschuhe an und los geht's, oder? Ich spiele nur mit Scopum Racing. Wir werden danach noch ein paar Online-Lobbys machen, denke ich. Und Fahrschule, ja. Das ist cool, oder? Dann werde ich mich gleich mal in den Chat-Dingens, in den Discord. Ich werde mich gleich laut machen und dann können die Jungs mir vielleicht ein bisschen helfen. Und dann werde ich jetzt einfach mal zusammen mit euch oder wie auch immer ein paar erste kleine Races fahren. Hey Matthias, richtig gut, viel Spaß, danke. Nices Design. Auch mit Logo und so, seht ihr? Ich hoffe, der Chat stört hier nicht, ne? Also hier. Ich hoffe nicht. Okay, ich werde mich mal kurz entmuten und dann sollen die mir sagen, was ich zu tun habe. So. Okay. Jo. Was wurde der? Ja, So. BOP wurde ja angepasst. Keine Ahnung, wie der jetzt ist. Ich So. bin da. Also Okay. wenn ihr mitquatschen wollt, ansonsten Alles kann ich auch klar. erst fahren, aber Servus. so. Also, ich werde jetzt einfach mal
Paul Ricard einstellen, Frankreich als Strecke und dann mal ein bisschen losfahren. Genau, Strecke haben wir eingestellt. Dingens, Setup, das mache ich nachher. Realismus, Schadensrate soll ich einfach mal runterstellen, oder? Ja. Dass wir Safety Rating auf jeden Fall safe bekommen. Ja, ja. Safety Rating bekommst du halt, indem du keine anderen Autos, gegen keine anderen Autos fährst und halt relativ nah an die Rand fährst, dass du halt so nah wie möglich vorbeifährst, ja. Und somit erhöht sich dann oder bekommst dann mehr Safety Rating. Genau, Strafen deaktiviert, bla bla bla. Anfänger, ich bin jetzt auf Anfänger. Rookie. Der Porsche ist ja ganz ekelhaft. Das passt, oder? Ich muss mir schon sagen, ich habe BMW gefallen gefunden, ne? Was hast du? Ich habe den BMW habe ich so gefallen gefunden. Ehrlich, keine Ahnung, wie ich hier 54er Zeit mit dem Porsche gefahren bin. Das ist gut, dass das war vor dem Patch, ne? Ist dir schon bewusst. Oh, kam schon wieder ein Patch? Ja, BOP wurde komplett angepasst. Ach du Kacke. Getriebe manuell. Deswegen fühlt er sich auch komplett schwammig an. Scheinwerfer. Ja, aber Michael, in iRacing ist der Porsche sehr, 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 sehr stark auf Buffers, ne? Ja, ja, kein Patch bekommen. Ja, ich weiß. Ich bin am überlegen, gab's auch neue Go-Setups? Für Buffers oder? Nein, ich meine jetzt hier für Paul Ricard auf dem Porsche. Das weiß ich nicht. Weil ich fahre jetzt immer noch mit den zweiten. Grüße aus Gmünd, Grüße nach. Nee, es gibt schon V3. Und in die Schweiz. Ja, Gelami gibt es auch schon V3. Ja, vielleicht liegt es auch daran. Aber ich bin auf Nürburgring bin ich auch mit dem 1er gefahren. Und war damit schneller als mit dem 2er. Also wo der 2er neu war. Was hast du für Zeiten gefahren? 53. Okay, also ich fahre jetzt einfach mal eine Runde. Ich hoffe, ich habe jetzt alles eingestellt. Richtig, Fahrhilfen habe ich, glaube ich, alles manuell. Bestätigen. Muss ich noch irgendwas tun, um Safety Rating zu kriegen? Boah, wer sind die Pros? Die sollen mir mal helfen hier. Und Sven, für einen erfolgreichen Start. Danke dir, Sven. Vielen Dank. Start in deine Selbstständigkeit. Vielen, vielen Dank dir. Danke, geht raus. Ja. So, Leute, was muss ich denn noch einstellen? Ich habe jetzt Fahrhilfen alle einfach eingemacht und sonst einfach mal losfahren, oder? Ja. Vielleicht Schwierigkeiten noch. 15 Minuten Rennen, so ungefähr zu fahren. Und 15 Minuten. Mit 18 Gegner, weil dann bekommst du, oder ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass irgendwas vor dir passiert. Ja. Dass die anderen dich abschießen. Ja, das habe ich, glaube ich, beim ersten Rennen auch eingestellt. 15 Minuten, 10 Minuten steht hier. 10 Minuten hattest du, ja. Stimmt, 15 Minuten. Startposition. Mach mal einfach mal von hinten. Gegnerzahl, soll ich das mal runterstellen? 23? 22? Weiß nicht. Vom letzten Paul Platz am besten, dass du schön alle Kacke holst. Gegnerniveau, also so einfach soll es ja auch nicht sein, oder? Mach mal 85. 85 ist immer ganz gut, sag ich mal, wenn man Safety Rating fahren will. Okay, also Gegneraggressivität auch. Ja. Okay. Gut, dann Auto haben wir ausgewählt, dann starte ich jetzt einfach mal rein. Gut, let's go. Den Chat ein bisschen runterziehen. So, Leute, ich hoffe, dass das hier nicht stört. Okay. Nee, also jetzt so langsam mit dem Zweier Go-Setup geht gerade. Okay. Ich mache mich immer wieder mute. So, Musik aus. Wir fahren jetzt das allererste Mal Online-Race. Ein bisschen Online-Racing. Beziehungsweise erstmal KI-Racing und dann können wir mit den Jungs fahren, bis ich mal Safety-Rating habe. So, wir machen einfach mal Rennen starten, oder? Chat, ihr helft mir, wenn ich irgendwas falsch mache, okay? Also Setup habe ich jetzt erstmal keins eingestellt. Hi, René. Passt es so mit dem, ich mache das mal hier ein bisschen kleiner. Es ist echt blöd, dass das mit dem Chat hier so drüber liegt. Aber so kann ich auf jeden Fall den Chat lesen, Leute. Kamera ist am Freezen. Okay, Moment. Moment. Kamera freeze. Wie? Kamera. Also, ich sehe da nichts.
Hallo? Kamera? Ist die Kamera im Freezen? Nö. Ist doch gut. Ist doch gut, Leute. Ist doch gut. So. Sollte eigentlich passen. Hoffe ich. Kamera ist gut. Leon sagt, Kamera ist gut. Okay. Also, für mich war es Safety Rating 1 bis 2 Stunden. Oh krass, so lang braucht das. So lang geht das. Ich mache mal kurz Neustart. Okay. What? Ich hoffe, dass es nicht am Game liegt, dass die Cam manchmal ein bisschen spinnt. So. Okay, let's go. Wir hauen mal ein bisschen fürs Safety Rating raus. Und wir dürfen keine Kollision, glaube ich. Keine Kollision verwickelt werden. Also einfach safe fahren. Motor Mapping. Können wir uns dann auch mal anschauen. Motormapping auf einstellen, mehr Topspeed. Also im Moment, ich habe jetzt für diese Strecke jetzt mal noch kein Setup eingestellt. Ich fahre jetzt einfach mal so. So, dass ich so erstmal halbwegs klarkomme. Mit unserer wunderschönen Livery. Und dann fahren wir einfach mal los. 85, das sollte jetzt nicht zu schwer sein. Danke Sven. Das freut mich. So, oh Gott, sind die langsam auf 85. Yellow flag, yellow flag. Be careful, man. So, ich glaube, wir werden da ordentlich durchheizen können. Immer früh genug bremsen. Nochmal zweimal auf einmal überholen. So. Nicht Profi Dani drehen. Yes. Was sind wir gefahren am Sonntag für eine Zeit, Leute? Eine 1:31.5 mit dem F1. Was fahren wir hier für Zeiten? Keine Ahnung. So, Achtung, bremsen. Nee, doch nicht bremsen. Oh, ich wollte gerade links abbiegen. Jetzt einmal Vollgas durch. Paul Ricard. Einmal geradeaus geht's. Will man abbremsen für die Schikane, dann geht es da einfach geradeaus. Hat das Ding eigentlich auch einen Blinker? Also Scheibenwischer, okay. Das weiß ich. Aber Blinker? Also. 15 Minuten keinen Scheiß machen. Vorsichtig durchs Feld. Hat einen Blinker. Muss ich mal gucken, ob ich den belegen kann. Okay, Achtung. Aber Stream ist soweit gut. Also Gameplay sieht man gut im Stream, oder? Ich habe das so selten bisher ausgetestet im Stream. Also einmal halt kurz ein paar Runden Nürburgring gefahren und sonst bisher hier noch gar nie. So. Mal kurz die Jungs nochmal dazu schalten. Rating 0. Er hat so. Diese Safety Rating sowohl. Mach ich das richtig bis jetzt? Leute? Ja. Ja, oder? Also ja, ich fahre jetzt einfach einmal safe hier, einmal auf safe durch. Ja. Und ohne Car-Contact. Also ich darf auf kein Car-Contact haben, oder? Nee. Und einfach sehr, sehr knapp die Autos überholen, also schön nah ranfahren. Okay. So, jetzt ist halt selber am Grübeln, ob das mit dem einen Rennen getan ist, weil das ist bei uns halt auch schon teilweise Jahre her, wo wir das Rennspiel angefangen haben zu spielen. Auch ich im Spiel gesagt. Das geht so. Das ist auch ein Spiel. Gegen iRacing ist das hier keine Simulation. Nee, aber So lang ist es bei mir jetzt ja mit ACC ja auch noch nicht her. Ich hatte ja eine Zeit, da habe ich wirklich die ganze Zeit hier
nur SA gesammelt und da habe ich das genauso gemacht. Oh, 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 oh. Aber wie war das jetzt hier, wenn man hier jetzt die Lenkung runterstellt, dann lenkt der früher, ne? Ja. Stimmt, Lenkung habe ich noch gar nicht eingestellt. Also das muss ich wahrscheinlich so ein bisschen Lenkwinkel anders einstellen. Dieses irgendwie auf 640 habe ich gehört. Ja. Es kommt aufs Auto drauf an. Du welches musst fährt der AMG? Eigentlich ja, ist es ganz gut, wenn du einfach den Fanatec-Treiber und die In-Game-Settings identisch hast. Dann passt das Spiel schon automatisch. Ja, also eigentlich nur bei Fanatec muss man es nur einstellen. Echt? Ich hab mal gehört, dass wenn wir die Innenspiel alle auf 0 setzen, du machst sie nur am Lenkrad, jetzt wie bei Fanatec wäre es besser. Also direkt nach ich hab das immer einfach im System und in ACC verstellt. Dann ist man, glaube ich, mal auf der sichersten Seite. Glaube ich, weiß es aber auch nicht. Geht gut durchs Feld. Muss mal gucken, dass ich rechtzeitig auf die Bremse gehe. Aber die KI ist zum Glück jetzt nicht so krass aggressiv. Ja. Also die fährt einen nicht irgendwie in die Kiste rein. Ist schon mal gut. Besser als im Race Room. Da fahren sie dir eine Karre rein, wenn sie den Platz da brauchen. Was ein Anblick, schreibt Zubix. Hol einfach eine halbe Sekunde auf dem Porsche in die auf der Geraden auf. Immer schön eng vorbeifahren. Niklas, ich setze mich jetzt wirklich einfach aus dem Spaß in AMG. Weil der Porsche, der ist wirklich, weiß ich nicht. Ich kann ihn nicht mehr. LFM bin ich noch nicht angemeldet, Jan. Nee. Wenn du jetzt Buffers fahren möchtest, ne? Also ich fahre jetzt mit Lukas und noch. Erstmal Fahrschule. Wir wollen den 13 Uhr Split fahren. Wäre schön, wenn ihr dann auch halt fahren würdet, weil dann könnten wir uns halt im Discord ein bisschen treffen. Stimmt. Also Jungs, ich schalte mich gleich nochmal dazu, wenn das Rennen hier aus ist. 9 Minuten habe ich noch. Ich mach mich kurz leise. Viel Spaß. Ja. So. Leute im Chat, falls sich jemand auskennt, braucht man mehrere Rennen, um Safety Rating zu kriegen, um einen Server zu joinen. Die Jungs waren sich gerade nicht sicher, wie viele Rennen man fahren muss. Also ich werde jetzt einfach mal ein Rennen fahren auf Safe. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da dann irgendwie Safety Rating bekomme, dass wir da Safety Rating kriegen. Das ist jetzt noch nicht online, aber sobald ich freigeschalten bin für Online-Rennen, dann kann ich auch mitfahren. Aber ich darf noch nicht. Ich habe den Führerschein noch nicht, Leute. Ich muss jetzt erst Führerschein machen. Safety Rating, Führerschein und dann geht's ab. Sicheres 1 vs 1 Verhalten. Anfang geht relativ schnell. Also das ist cool, weil ich habe echt extrem viel Zeit auf den Chat zu schauen. Das ist ganz anders als sonst. Wenn alles jetzt nicht so krass schnell geht. Wie viel Safety Rating braucht man denn für Online Racing? Ich kenne mich doch nicht aus, Leute. So, wir gehen auf jeden Fall mal kurz an den beiden Kollegen hier vorbei. AMG 1. Am BMW fahren wir einfach auch mal vorbei. Sag einfach geradeaus. LFN 80er Rating. Ich bin im Moment bei 0 oder bei Minus. So, Achtung, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, also 85er KI, da kannst du auf jeden Fall links. Oh, krass, da macht er jetzt richtig die Tür zu. Richtig weit rausgedrängt. 80 braucht man. Ein Rennen reicht nicht, echt. Also ich habe ja schon für das eine YouTube-Video ein Rennen gefahren.
Also ein Rennen ist durch. Aber das war jetzt halt auch nicht so safe. Da war ich nicht so safe unterwegs. Da sind wir ordentlich gecrashed im ersten Rennen. Von dem her kann es natürlich schon sein, dass das eine Rennen halt auf jeden Fall nicht gereicht hat. Ich liebe das Geräusch von Benz. Wir können einmal komplett durchs Feld heizen. Einmal komplett durch. Mindestens zwei. Okay, dann fahren wir jetzt einmal hier Frankreich und danach Suzuka einmal. Das sind die zwei Strecken, die wir heute fahren wollten online mit den Jungs. Dann haben wir halt eben kurz vorm Stream festgestellt, dass ich halt null Safety Rating habe und deswegen erst ein paar Rennen heizen muss. Das ist jetzt halt ein bisschen doof gelaufen, aber das rocken wir jetzt kurz einfach runter. Also einfach kurz ein bisschen aufpassen auf den Ferrari, zack. Welche Wheelbase? Das ist die CSLDD. Was man auch oft braucht, sind Streckenmedaillen. Ja, die holen wir uns jetzt. Die holen wir uns jetzt kurz. Die Streckenmedaille. Wir sind Achter. Achter Platz jetzt von ganz hinten losgefahren. 85 bis 90. Also ich versuche immer schon ganz nah an den Autos vorbeizufahren. So, er macht jetzt hier links die Tür zu. Gehen innen rein. Jawohl. Schön. Nee, DD1 habe ich nicht. Nee, nee. Da musst du mich verwechseln. Okay, wir sind jetzt schon Sechster. Krass, ging echt schnell. Also auf Stufe 85. Einmal durchs Feld durchheizen. Dann machen wir gleich Suzuka. So, zack. Schön rausbeschleunigen. Was haben wir denn für Rundenzeiten im Moment? Das kann, wo sehe ich denn? Ja, da oben. 2 Minuten. Fastest lap of the race. Let's go. Also, Leute, für die, die jetzt ein bisschen später reinkommen in den Stream, wir versuchen jetzt gerade einfach ein paar Singleplayer-Rennen zu fahren. Also zwei in dem Fall, um Safety Rating zu kriegen, um dann online zu fahren. Also nicht wundern. Einmal kurz durchs Feld düsen. E-Sportlers fahren. 1,52. Da bin ich ja ganz, ganz nah dran, sind wir da. Ganz nah. Schon P5. Also 3 Minuten geht das Rennen noch und danach fahren wir kurz zu Suzuka noch einmal zum Einfahren. Und dann hoffe ich, dass ich auf den Server drauf darf. Ich hoffe, dass ich dann den Führerschein, dass wir dann den Führerschein haben. Du bist gestern ins Ziel gekommen, 13. Platz gestern. Gestern war viel zu heftig. Johnny 12. Gestern war viel zu schwer. Da war die Konkurrenz viel zu krass. So, Achtung. Boah, ich muss den Blinker noch belegen. Das interessiert mich ja zu hart, wie das ausschaut. Server an. Ja, dann muss ich mal die Jungs fragen, wie die den Server eingestellt haben. Das ist super. Das ist super, wenn du dann immer sagst, so, ich bin noch nie ein Rennen gefahren. Ich bin einmal kurz gefahren. Können wir zusammen fahren? Dann erstellen die einen Server und dann klappt es nicht mit Beitritt, weil kein Safety Rating. Das ist blöd. Das ist halt blöd dann. Ja, dann schaue ich nach dem Rennen kurz. Ob das reicht. Wir haben es eben kurz ausprobiert. Da bin ich eine Runde gefahren, einfach auf Safe. Aber eine Hotlap hat halt nicht gereicht für den Server. Auf jeden Fall Lichtpunkte. Ja, das können wir nachher gleich alles belegen. Muss ich mal gucken, was ich schon alles belegt habe. Das ist schon krass, wenn man die Strecke jetzt heute nochmal fährt im GT3-Auto. Gestern im F1. Nee, nicht gestern, Sonntag.
Und jetzt. Und jetzt Bernd Mailänder Simulator heute. Gestern noch F1 Liga-Rennen und heute Bernd Mailänder Simulator. Safety Rating ist noch gar nicht freigeschaltet, ja. Safety Rating immer noch bei 0 sein. Was heißt, ich muss alle Kategorien freischalten? Es kann natürlich sein, dass das Rennen jetzt gar nichts hilft. Das wäre ein richtiges Fail-Rennen dann. Okay, also einfach mal safe hier einfach zu Ende fahren. Wir haben jetzt eh nur noch 40 Sekunden. Ich glaube, eine Runde ist dann noch. Oh, war das ein Kontakt? War, glaube ich, kein Kontakt. Okay, so weiterfahren. Dauert ein bisschen. Leute, wenn das jetzt nichts bringt, das Rennen. Ich sag's euch. Wenn das Rennen jetzt gar nichts bringt. Am Ende fahren wir so 5 Rennen und das Safety Rating ist immer noch bei 0. Hast du es aktiviert? Keine Ahnung, ist das nicht von selber aktiviert? Das wäre jetzt natürlich richtig auf Fail. Aber das schauen wir gleich an. Ist das standardmäßig aktiviert? Ich hoffe ja. Ich hoffe jetzt einfach mal ja. Das werden wir gleich schauen. Wir haben jetzt eh das eine. Also ein, das, wir nehmen das sonst als kleines Einführungsrennen. Einfach mal kurz so ein bisschen zum Einfahren, okay? Dann können wir das gleich anschauen. So, also jetzt ist es, glaube ich, eh vorbei. Also Rennen 1 ist jetzt erstmal vorbei. Das Häkchen nicht gesetzt. Keine Ahnung, Leute. Frag doch einen Fahrschüler nicht sowas. Sonst setzen wir das Häkchen nachher gleich. Aber dann sind wir jetzt wenigstens schon mal eingefahren, ist ja auch nicht schlecht. So. Ja, Podium. Nice. Okay. Also, ich bin jetzt fertig gefahren, Leute. Ja, Patrick, du musst noch 2 mehr Runden fahren, dann solltest du Safety Rating freischalten. Okay. Chat hat gerade gemeint, dass ich irgendwie den Haken reinmachen sollte beim Safety Rating irgendwo. Muss ich das aktivieren? Nein. Eigentlich müsste es von Anfang an aktiv sein. Ja. Okay. Ich weiß, was sie meinen. Es gibt die Option, Safety Rating im Einzelplayer fahren oder nicht. Das kann man nämlich ein- oder ausstellen. Habe ich aber selber noch nie gemacht. Ich glaube, ich will nicht lügen, aber ich meine, das müsste automatisch auf an sein. Ich habe es noch nie umgestellt. Ja, nein, das ist nur dazu, wenn du im Einzelspieler fährst und hast mal jemanden, der nicht gut ist oder sowas, damit dein Safety Rating nicht runtergeht, dass dir ein Fremder jetzt irgendwie das Safety Rating kaputt macht oder so, irgendwas dazu dient ist. Ja, aber man muss den Haken jetzt nicht setzen, der ist prinzipiell ist der an. Das hat jetzt halt wirklich mit dem Safety Rating vom Online überhaupt nichts zu tun. Aber du musst die ja einschalten fürs Sammeln, damit du freigeschalten wirst. Serie, Spielmodus. Gibt's da irgendwie einen Spielmodus für? Nö. Also ich fahre jetzt einfach nochmal ein Rennen. Ja, genau.
Dann fahre ich jetzt Japan. Wollte ich gerade sagen, dann hast du auch dafür gerade Track Medals schon. Zu Zucker. Wir warten hier auf jeden Fall auf dich. Yes. Gut, dann fahre ich das gleiche nochmal. Nochmal 15 Minuten einfach. Und ja, dann komme ich, wenn ich mit meiner Fahrstunde fertig bin, komme ich dann wieder. Yes. Okay. Bis wir schauen dir auch im Stream zu. Okay, super. Okay, also. Suzuka, fahren wir einmal nochmal. Schnelles Rennen. Let's go. Führerschein machen. Klasse. Okay. Erstmal deine Strecken auf je 3 Sterne. Alles klar. Rating ist schon an. Sehr gut. Chat, stören euch die Nachrichten hier in-game, hier, das hier? Also, oder ist das okay? Weil ich habe, wie gesagt, den Chat immer auf dem Monitor liegen. Ich hoffe, das passt für euch, dass es nicht im Spiel halt drin liegt und so. Okay, wir starten wieder von ganz hinten. Platz 21, nicht zu viel Fahrer im Feld. Und gehen mal auf die nächste Führerscheinprüfung hier. Rennen starten. Ist okay, passt. Mount Panorama fahren wir in iRacing, denke ich, demnächst. Das ist diese Woche in iRacing dran, da habe ich übel Bock drauf. So. Auf geht's. Let's go. Also, die zwei Strecken. Als allererste Rennen quasi. Nochmal 15 Minuten. Bisschen Kurven kennenlernen, bisschen Bremspunkte kennenlernen. Mal ein bisschen fahren. Gucken wir mal, wie gut man hier überholen kann, so von der Streckenbreite. Das wird wahrscheinlich auch ziemlich crazy werden. So, einfach schön gucken, dass wir niemanden rammen. Und bitte erinnert mich dran, Leute, dass wir auf jeden Fall schauen, wo man den Blinker aktiviert. Also Blinker ist mir wichtig. So, gleich geht's los. Let's go. Komm, ihr Schnarchnasen. Auf. Blöd wäre natürlich jetzt, wenn wir Minus-Rating sammeln oder so. Das wäre richtig dumm. Schön die SS. Junge, ist das eng hier durch. Aber krass, hier kann man theoretisch wirklich in den SS überholen. Wenn man sich gut anstellt. Klar, die KI ist jetzt echt nur auf 85 gestellt. Erstmal. Aber ich glaube, für Safety Rating ist es erstmal egal. Suzuka muss man kaufen, yes. Ey, ich habe ungefähr jetzt alle Strecken, glaube ich, gekauft. Einfach nur, dass ich hier mal ordentlich fahren kann. Lenkrad-Setup müssen wir dann auch noch einstellen und dann. Oh! Blinkt doch, Mensch! Ja, ohne Blinker geht nix. Blinker brauchen wir schon. Oh. Okay. Es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man die KI mal so ein bisschen weiter runterstellt. Wenn man so ein bisschen das Auto ein bisschen besser einschätzen, wenn man nicht so Vollgas gehen muss. 20.000? Nee, so teuer war es nicht. So teuer war es dann doch nicht. Wow! Okay, bremsen. Ist von Vorteil, wenn die KI auch früh bremst.
Ja, die Strecken kann man extra oder muss man sogar extra kaufen. Also zumindest Suzuka und die ganzen England-Tracks und Amerika-Tracks. Da gibt es einzelne Packs irgendwie zu kaufen. So, okay. Schön vorbei. Ganz easy. Ganz, ganz easy. Schleichgang. Merson. Danke dir. Und willkommen. Genau, also Ami-Strecken und Suzuka musste man auch kaufen. Ja, Junge, krass, da müssen wir nochmal runter vom Gas gehen. Ich glaube, bisher war, aber das erste Rennen war, glaube ich, sauber genug gefahren. Und dann können wir bei den richtigen Rennen dann vielleicht auch mal ein Setup einstellen. Aber es ist echt eng. Also Suzuka ist echt richtig eng. Also da war Frankreich deutlich besser auch zum Überholen. Suzukas... Wow, das ist echt... Da geht der echte Platz aus. Crazy. Nur nicht von der Strecke abkommen. Aber schön dahinter bleiben. Schön, schön. Ich fühle mich wie so eine Oma, ohne Witz. Car on the right. Clear on the right. Bis der Blinker belegt, das wird der Handzeichen. Go left. Left. Okay. Immer schön ausrollen lassen. Ausrollen lassen, dann auf die Bremse gehen. Auf geht's. Wow. So, Startziel ist beste Möglichkeit eigentlich zum Überholen. Ja, die finden das Gaspedal ja echt nicht, die 85er KI. Die fahren dann so Halbgas. Herzlichen Glückwunsch. Safety Rating freigeschaltet. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Wir haben Safety Rating freigeschalten. Das ist unser Lappen quasi. Oder? Das ist jetzt unser Lappen schon. Das heißt nur einmal noch rückwärts einparken. Einmal rückwärts einparken, einmal links blinken, einmal links abbiegen. Rückwärts einparken mussten wir bisher noch nicht. Oh. Ey, das ist echt, das traust du dich halt hier nicht echt hier zu überholen. Das muss man sonst in der Fahrschule immer alles machen. Also rückwärts einparken sollte man noch. Einmal Schulterblick. Schulterblick haben wir auch noch nicht gebraucht bisher. Einmal schön Schulterblick. So. Oh, zack. Ich finde es allein mega stark, dass man in iRacing und ACC so eigene Liveries draufpacken kann. Eigene Autolackierungen. Ich glaube, es geht bei F1. Ich weiß nicht, ob es bei F1 geht. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, ich nur bei Assetto Corsa. So, Achtung, Omi kommt links. Überland, Autobahn, stimmt. Also wir haben heute Autobahnfahrstunde. Heute Autobahn. Überland, stimmt. Überlandfahrstunde. Oh, der war richtig stark. Der war richtig stark. Ist doch schon Autobahn, ja? Ist doch Autobahn heute. Oh, heute haben wir Autobahnfahrt. Nachtfahrt können wir auch noch machen. Also vielleicht dauert es dann doch noch, bis wir unseren Führerschein haben, wenn wir so viel machen müssen. Oh, das war knapp. Also es kommt jetzt halt darauf an, ob Safety Rating freigeschalten schon reicht. Oder ob wir ein bestimmtes Safety Rating dann für den Server brauchen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber es
schauen wir einfach, dass das Rennen auch noch clean durchgeht. Das Ganze noch auf 80. Wo steht denn das? Fahr vorsichtig, steht oben rechts. Safety. Safety steht bei. Wie viel Safety haben wir denn jetzt? Welche Zahl zählt? S, oder? SA. 5. Steht das jetzt erst auf 5? Safety 5, oder was? Safety Rating steht erst auf 5 und wir brauchen 80. Was viele Anfängerserver, wo man keins braucht, ja. Es war jetzt halt ein bisschen doof, dass es halt kein Anfängerserver ist. Aber ihr werdet sehen, nach dem Führerschein, das wird so schnell gehen. Nach der Autobahnfahrt und nach Überland und nach Nachtfahrt haben wir den Lappen ziemlich schnell und dann wird es schon gehen. Aber der Kollege, der hat jetzt aber auch. Komm, das war auch auf Track. Ein ordentlicher Cut. Also Open Lobbies, wenn wir später noch Open Lobbies fahren wollen, brauchen wir auf jeden Fall in dem Fall 20. 20 Safety Rating. Jetzt sind wir bei 9. Okay, interessant. Interessant, das heißt, da brauchen wir doch noch ein bisschen. Also, dann muss ich halt sagen, bei den ersten Rennen, die ich für YouTube aufgenommen habe, beziehungsweise das erste Rennen, hatte ich halt dann in dem Fall 0 Safety Rating. Also da bin ich gefahren wie so ein Gestörter. Da ging halt gar nichts dann vorwärts. Und jetzt fahre ich einfach nur so Oma-mäßig hier um den Kurs. Schön überholen, sauber fahren. Wir versuchen es. Oh. Hauptsache, wir haben schon eine eigene Livery. Eine eigene Lackierung, haben wir aber noch keinen Führerschein gemacht. Das ist auch toll. Das ist wie die Leute, die im Jaguar ihren Führerschein machen. Ui. Ja, der grüne AMG ist auch nice. Gefällt mir auch gut. Zack, da können wir mal ganz gut raus beschleunigen. Jetzt jedes Mal ein paar Positionen. So wie Zweikämpfe zu führen. Ja, die lassen uns halt immer vorbei, automatisch schon. Aber okay, also so Rad an Rad einfach fahren, oder? Absichtlich. Also einfach so nicht vorbeifahren, sondern so nebeneinander durch die Kurven fahren, verstehe. Alles klar. 3 Minuten haben wir noch. Schnellste Runde. Nice. Dann versuchen wir jetzt mal nebeneinander. Oh, nebeneinander durch die Assists ist aber auch schon hart, oder? Das ist auch eine Challenge. Oh krass, das kriegen wir nicht hin, ey. Nebeneinander hier durchfahren. Das rutscht extrem krass. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie sich Bernd Mailänder fühlt, wenn er so richtig Gas gibt und alle hinter ihm sagen so, Safety Car ist zu langsam. Ich verstehe ihn jetzt komplett. Ich kann es komplett nachvollziehen, wie er sich fühlt. Aber ich sag mal so, Force Feedback ist einfach übelst genial in ACC. Das muss man so sagen, ist echt krass, ey. Richtig wild.
Ist auch ganz angenehm, wenn du dich nicht direkt wegspinnst beim Rausfahren. Also wenn man in die Bremse tritt und das Heck, verliert man nicht direkt oder so. Okay, nach links rüberziehen. So, oh, so jetzt außen. Außen vorbei. Ah, nee. Das ist kein Platz, kein Platz. Kommen wir durch 130R vielleicht zu zweit. So nebeneinander. Vielleicht geht das. Ah nee, guck, da macht er den Rückzieher dann. Ja, jetzt habe ich gedacht, er hat die Eier und geht daneben hin, aber... Hat er dich doch nicht gemacht. Sechs Attraktionskontrolle. Ach so. Das heißt, wenn ich das auf 0 stelle, wird's anders. Safety 13. Leute, es geht echt langsam. Das geht echt langsam. Langsam geht das hier voran. Aber ich glaube, das ist jetzt eh die letzte Runde. Und dann können wir nochmal gucken. Also Safety Rating haben wir jetzt dann bei 20 oder so. Und dann können wir wahrscheinlich auch schon die ersten normalen Server bald hoffentlich beitreten. Was heißen denn die anderen Sachen? TR, CN, PC. Na, nach einer Runde wird's aktualisiert, okay. Boah, Junge! Blink doch! In die Bremse latschen. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Ja, komm. Clear on the left. Ja, kein Bock, die haben keinen Bock hier zu zweit durchzufahren. Car Control. Okay, CC Car Control. So, das war's. Zweites Rennen absolviert. Durch sind wir. Kein Car-Kontakt gehabt. War, glaube ich, ganz ordentlich soweit. Fünfter Platz von ganz hinten. Kurz auf den fünften gefahren. Also bei Schwierigkeitsstufe 80 ist es jetzt auch nicht so schwer, aber wenigstens keinen Kontakt gehabt. CN Konstanz. Konstanz. So, okay, also jetzt dann gehen wir kurz mal wieder raus wahrscheinlich, oder? So, zack, okay. Sind wir fertig. Leider kein Podium. Aber P5, zweites Rennen. Okay, let's go. Also. So, ich habe mich jetzt wieder entmutet. Ja, du hast es geschafft. Sehr geil. Bin ich soweit jetzt? Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich verfolge einen passen. Stream oder reden. Okay, dann beende ich das Rennen jetzt kurz. Das heißt, jetzt ist der Führerschein gemacht und jetzt können wir die richtigen Sachen machen. Okay, gut. Dann, jo, Moment. Music. Also, dann gehe ich jetzt auch mal auf, nochmal auf den Server gleich. Genau, Spielmodus. Und dann einmal zurückgehen. Mehr Spieler. So, ich mache mal kurz die Kamera wieder an. Wettkampfserver, höheres Safety Rating Beitritt. Ja, muss unten auf Serverliste. Serverliste, genau. Scopum.
nochmal. Ich muss kurz nochmal noch ein Passwort schauen. Mal kurz. Hätte ich mir vielleicht auch aufschreiben können, ne? Das war irgendwo im Chat. Darf ich meine Oma grüßen? Ja, auf jeden Fall. Klar. Thorsten, hast du noch eine? Ja. Echt? Oha. Krass. Glückspilz. So, Server. Wie alt ist denn die dann? Bitte? Wie alt ist denn deine Oma dann? Die ist 95. Ja, ich wollte gerade sagen, muss das dann jo, ordentlich Alter. Sein. Ja, es klappt. Ja. Es klappt. Jo. Hallo. Perfekt. Das heißt, ihr seid jetzt schon im Training drin quasi. Ja, du bist aber mit einem Lambo gejoint. Oh, warum? Weil du wahrscheinlich in dem Auswahlfenster von deinem Multiplayer-Server musst du, also du musst einfach vom Server wieder runter. Ja. Und dann ist rechts quasi auf der Seite ganz oben rechts ist ein Auswahlfenster für dein Fahrzeug. Ah ja, ich das gerade nämlich selber draufklicken. Genau. Ah ja, hier. Erst den Server ausgewählt haben und dann das Fahrzeug. Hier ist es alle. So, anpassen. Kann ich hier Ausstellungsraum? Ne, das ist der Lambo. Nein. Ah, hier haben wir den. Ah ja, hier. Da haben wir den. Du musst ganz links das Fahrzeug ausgehen. Genau. Also hier drauf. Genau. Ja, genau. Und da den Mercedes. Bestätigen. Den ah, dann muss ich meine Livery dann nehmen, oder? Genau. Da, wo der Teamname steht. Ach, hier, ah, jetzt, okay. Da müsste das dann irgendwo dabei sein. Da, wo du das Auto vorhin ausgewählt hast, direkt rechts eben dran. Ah, genau. Ja, hier, ah, hier ist er. Ah, perfekt. Ja. Ah, da ist er, guck an. Mega gut. So, bestätigen. Wunderschön. Und dann kann ich hier nochmal verbinden klicken. Perfekt. Das auch. Mit der 1. Ja. Mit der 1. Okay. Also die Ansprüche aber schon sehr hoch gesetzt, muss man sagen. Also ich hab die 1 nicht drauf gemacht aufs Auto. Die habe ich nicht selber drauf gemacht. Das sagen sie alle. Ja. Also irgendjemand muss meine 70 geklaut haben. Warum? Ich fahre jetzt einfach mal ohne Setup raus, oder? Einfach mal so ein bisschen fahren. Das heißt, ich habe jetzt Führerschein, dann kann ich jetzt ein bisschen... Also wenn du ohne Setup rausfährst, dann fährst du auf jeden Fall mit dem Safe-Setup erstmal raus. Das ist, glaube ich, nicht so cool. Hast du denn also oder aggressives Setup? Ja, die hat er. Ja, Setups habe ich. Ja, kann er einfach gerade eins laden, oder? Also genau. Das ist ja innerhalb von einer Sekunde gemacht. Genau, einfach unten rechts dann auf Laden speichern. Genau. Und dir dann da das... Bitte warten. Ja. QR... Okay, dann wollen wir das mal laden. Und dann zurück, oder? Ja. Genau, einfach auf laden und dann... Ja, dann bin ich drin. Okay, passt. Du sagst dann an, wann wir anfangen können. Wir können jetzt, du kannst jetzt noch so lange trainieren, bis du Bock hast. Ja, ich fahr jetzt... Weil ich bin jetzt gerade eh nur ganz langsam gefahren. Also ich versuche jetzt einfach mal ein paar schnelle Runden irgendwie zu fahren, wenn es geht. Genau. Oder ich versuch's zumindest. Okay, dann fahre ich mal... Also Zündung ist... Ah, genau, ich wollte dann noch gucken, wo... Alles mache ich nachher. Wo der Blinker ist. Das Wichtigste. Das Rennen wird übrigens auch aus TV-Sicht gestreamt. Ah, okay. Wir haben unseren Streamer heute, unseren normalen Liga-Streamer mit dabei. Okay, also es genau, also für die Leute, die jetzt fragen, Setup haben wir jetzt einfach mal eins eingestellt. Nicht schneller fahren wie 50. Habe ich meinen Pit-Limiter nicht drin gehabt? Warte mal. Optionen. Pit-Limiter, Steuerung. Oh. Gut. Pit-Limiter, ich muss gucken. Ich glaube, den habe ich auf jeden Fall belegt. Wird man einfach zurück in die Box gesetzt. So, wo ist Pit-Limiter? Ah, jetzt habe ich. Ich glaube, jetzt habe ich einen. Drin, oder? Ja.
klar. Langsamer werden. 70 km/h passiert jetzt. Ah ja. Passt, okay. Leute, die Livery habe ich euch verlinkt, wer die gemacht hat. Im Stream unten drin in der Beschreibung. Könnt ihr mal schauen. Wer wird so viele Aufträge bekommen? Car on the right. Na, hoffentlich nicht, der muss unseren Ferrari noch machen bis nächste Woche. Krass, es fährt sich direkt komplett anders. Ja, das mit den Setups ist halt insbesondere beim AMG super krass, weil halt wirklich viel daran geändert wird, anstatt zu den Standard-Setups. Es ist so ungewohnt, hier geradeaus zu fahren. Mir ist es andersrum schon passiert, dass ich in F1-Game einfach geradeaus gefahren bin. Ab und zu spiele ich es dann nicht auf. Oh! Okay. Toll. Krass. Aber ein Vorteil hat's. Der Einzige, mit dem das. Welches Setup hast du nur geladen? Die S-Variante oder die E-Variante? Die Rennen, glaube ich. Ja, nee, aber Rennen. Es gab ja zwei. Es gab ja einmal eine I für Quali und Rennen und einmal eine S für Quali und Rennen. Ja, die S habe ich. Okay, das ist. Passt eigentlich, oder? Ja, mhm. Das ist ja. Ja, ja. Das ist mir komplett gerade ausgebrochen. Du hast halt relativ viel Flügel drauf. Was dein Eck zum Ausbrechen verleitet. Ja, so, jetzt schauen wir mal eine gerade. Irgendwo habe ich den Pitlimiter auf jeden Fall belegt. Ich wusste nur gerade nicht wo. Ich glaube rechts und am Lenkrad rum. Zum Glück ist die Zündung automatisch an. So. Ja. Den Pitlimiter kannst du auch auf automatisch stellen. Soweit ich weiß. Okay. Mit dem Sprit fährt er wieder nach Spanien durch. Ja, 108 Liter. Stark. Ja, da weiß man dann direkt, wie sich so ein richtig schweres GT3-Auto anfühlt. Direkt mal die härtesten Bedingungen testen. Bisschen viel Sprit, ja. Also 37 Minuten Training noch. Hey, wir können jederzeit weiterspringen. Okay. Ja, ich brauche schon noch ein bisschen auf jeden Fall. So, jetzt. Krass, er muss hier einfach bremsen, ey. Aber am Ausgang der schnellen rechten Kurve, ich weiß es gerade gar nicht, halt, kannst du sehr weit rausgehen und dann sind da so Pylonen sind es nicht, aber so Poller stehen da außen. Du musst, bevor du die überfährst, musst du wieder rechts auf der Strecke sein. Okay. Bei F1 darf ich ja gar nicht rausfahren. Also auch nicht über die weiße Linie. Genau, hier darfst du sehr weit drüber. Wird jetzt jedem die Livery angezeigt, oder? Ich sehe sie, ja. Okay. Also hat auf jeden Fall alles funktioniert.
Die Library sehen aber auch nur die anderen, die sie runterladen. Ja. So, die Cam, ich glaube, die Cam will ich schon unten in der Ecke lassen. Wenn, dann muss ich die Plätze irgendwo anders hinlegen, wenn es irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob man den HUD bearbeiten kann. Kann man. Kann man schon, oder? Ja. Ich werde es ein paar Runden noch fahren und dann schaue ich nochmal in die Box und schaue mal meine Tastenbelegung nochmal an, wo mein Pitlimiter war. Aber man konnte doch relativ spät bremsen, also später, als ich gedacht habe. Also ich drifte halt extrem viel. ...27,3 und 27,8 rechts. Also eigentlich okay, oder? Eigentlich okay, du könntest das jetzt noch etwas anpassen, aber... Aber ich habe halt auch 100 Liter Sprit. Du kannst da theoretisch die CC dann noch ein bisschen hochstellen, wenn du Probleme hast. Ja, nachdem, wo halt die Sachen kommen. Ich schau gerade mal ein bisschen mehr drauf, aber deine Reifendrücke sind okay. Vorne links kannst du ein bisschen mehr reinmachen, sonst... Weil die 100 Liter Sprit, die sind halt... Ja, ich bin einfach so losgefahren, ich habe da gar nichts gemacht gerade. Ja, genau. Wie viel brauchen wir fürs Rennen nachher? Kannst eigentlich immer Rennzeit mal 2 nehmen als Sprit, so als grobe Faustformel, vielleicht ein bisschen mehr als. Weil der AMG ein bisschen mehr verbraucht als andere Autos. Also so, keine Ahnung, 5 Liter extra oder so. Mhm. Streckenbreite mehr. Ja, jetzt gerade beim Exit hast du links ein bisschen Platz liegen lassen. Also ich bin halt echt extrem gedrillt auf die Linien quasi. Ja, Track Limits ist halt... Kannst du ein bisschen später bremsen tatsächlich. Ein bisschen später einlenken, dann kannst du hier die Linie auch noch machen. Also... Ja Leute, also Sprit, klar, ist schon viel, aber wenn wir für Liga-Rennen trainieren, F1, haben wir auch immer 100 Liter Sprit dabei. Man kann es halt sagen, ein 10 Liter Sprit ist ungefähr eine Zehntel auf eine Runde. Mhm. Ja, hier ist rechts halt auch super, super viel, also die Linkskurve kannst du eigentlich immer flat fahren. Da kann man wirklich, ja, da muss ich halt, da muss ich viel, also viel früher auf dem Gas stehen. Ja. Also die Gerade ist halt ewig lang. Ja. Und, wenn ich da nicht links abbiegen muss. Wenn du hast ja hier immer bei der Rechtskurve Probleme. Ja. Einmal kurz auf die Bremse drauf. Und dann einlenken. Yellow Flag ahead. Genau. Okay. Hier sieht man links diese kleinen. Flaps, die da auf dem Boden sind, das sind die Track Limits. So weit kommst du raus. In der Rechtskurve. Ja. Genau. Das mit allen 4 Reifen runter von der Strecke. Genau. Eigentlich schon geil, dass hinten dann so ein Fahrschüleschild ist. Ja, das habe ich heute so gefeiert.
auch hier links wieder da, wo diese Klappen. Achso, weiter nach links raus. Ja, genau. Ja. Da sind die Track Limits. Okay. Ah, wieder ein bisschen spät. Ja, da kannst du links halt bis an diese Würstchen ran. Ja. Da kommen wir schon 14. Ja. Hier hätten wir auch die Wüste. Mhm. Okay, dann muss ich jetzt einfach weit raus. Ah, okay. Kann ich doch sehr weit rauskommen. Ja, ja. Okay. 27,1. Ja. Ja, 27,7 ist so ideal, optimal, worauf man zielen sollte. Plus minus 2. Okay, Solar Maximum rausgefahren. Heute ja, genau. Ganz bei der schnellen Rechtskurve, glaube ich, ein bisschen lange sogar auf der Bremse. Also du musst wirklich nur einmal voll reinlatschen und dann reicht das eigentlich schon. So, gucken wir mal, ob die letzte Kurve auch noch mal ein bisschen besser geht. Oh, zu spät. War nicht gut. Identisch. Identische Zeit. So, Chat, wie ist es? Sieht schon ganz gut aus, oder? Kann man das so sich anschauen? Okay, da hätte ich doch mal ein bisschen mehr Streckenbreite hinkriegen können. Du kannst, glaube ich, in der zweiten Kurve gerade mit dem Mercedes ein bisschen mehr Körper mitnehmen. Das ist nämlich die absolute Stärke von dem Auto. Okay. Er macht schon Spaß, muss man schon sagen. Herbst frisst ja wie ein Cornflakes zum Frühstück. Deswegen sind so Strecken wie Solda und Imola, das sieht schon auch so, dass die Lieblingsstrecken von den Mercedes. Gerade so Kurve 1 in Imola und Kurve 4 müsste es glaube ich sein, da hat man schon große Vorteile mit dem. Weil er Schikane in Solda, da ballert der Dufe. Ja, mit der BMW ist aber auch mittlerweile schon wirklich. Dem AMG ist es nicht gerade leicht am Anfang, ja. Ich wollte gerade sagen, der eine hat es in deinem Chat gerade schon reingeschrieben, der AMG, ja. Ja, wenn schon richtig. Wieso hast du den AMG aus? Weiß nicht, ich bin so ein Mercedes-Fanboy ein bisschen. Okay. Auch, aber ich fahre trotzdem BMW. Ist einfach besser. Ich find die Autos einfach schön. Ich finde die Autos schön einfach. Einfach nur deshalb. Ja. Oh ja, Gott. Du kannst den halt auch tatsächlich noch ein bisschen weiter ausdrehen lassen. Also wirklich nicht auf die Shifterlights achten in dem Moment, sondern genau. Ja, okay. Den kannst du wirklich bis Anschlag ausdrehen. Ich finde halt, ich habe das gemerkt, der Mercedes ist ein Auto, der verändert irgendwie gefühlt über den Stint seine Charakteristik. Ich kann mich da jetzt vielleicht komplett irren, aber ich bin dann auch mal mit Sprinzen lang gefahren. Das war jetzt mein Eindruck von dem, dass ich dann plötzlich 3/4 Sekunde langsamer war und ich konnte mir gar nicht erklären, wo das herkommt. Egal wie, ob frische oder alte Reifen, ich wusste einfach nicht, wo es herkommt. Fahrer. Ich kann ja mehr ausdrehen. Nein, mein Spiel hängt. Oh Gott. Irgendwas hat gerade komplett. Das kann man
das ist, manchmal das Spiel, dass, wenn du Liveries runtergeladen hast und die Livery das erste Mal geladen wird, also falls gerade jemand den Server gejoint ist. Der Nico kam gerade am Server. Ja, okay. Ich habe gerade komplett, ich bin gerade einfach rein in die Mauer. Zack. Ja, am besten kannst du dich jetzt einfach in der Box porten. Ja, ich kann einfach auch kurz in die Box springen, ohne dass ich reinfahre, oder? Ja, genau. Oder geht das? Genau. Es geht. Einfach einmal anhalten, dann per Escape und dann zurück in die Garage, heißt das, glaube ich. Okay, dann schauen wir da gleich mal nach. Die Jungs warten schon alle. Wollen wir vielleicht langsam anfangen? Du hast ja noch 10 Minuten Quali und außerdem ist es ja eh nur ein Testrennen. Ja, das ist okay. Können wir eigentlich machen. Okay, du wolltest noch ein bisschen was in deinen Sachen einstellen, das kannst du noch gerade machen, solange warten wir noch, weil wenn wir jetzt weiterspringen, dann springst du automatisch aus dem Menü raus. Okay, genau, Lenkrad, Bremsen unterschalten, ich muss kurz schauen. Ich nehme noch die Runde vorbei. Boxenlimiter war hier. Taste 3, okay. Dann haben wir den hier. Das passt. Zurück. Okay. Ich wollte gerade kurz noch schauen, wo ich den Sprit. Wo sehe ich denn den Sprit? Setup. Ja, genau. Aktuelles Setup. Kraftstoff. Also, darf ich das Setup so zeigen oder ist das nicht gut? Eigentlich nicht. Die anderen Streamer machen es, glaube ich, immer weg. Aber. Okay, ja. Ich mach mal kurz hier Facecam an. Ich gehe jetzt mal kurz auf Kraftstoff. Ich sag mal, die Seiten, die du jetzt gezeigt hast, Reifen und das zweite wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Das okay. Machen wir kurz 20 Liter, ist ja egal. Speicherst du das auch für die nächste Session dann? Ja, nur wenn du den Server wieder verlässt. Ach so, okay. Du speicherst halt jede Änderung, speicherst du neu ab. Müsstest du neu unten auf Speichern und abspeichern. Blinker, stimmt, Blinker wollte ich schon. Ist auch dumm, aber. Guck, das wäre zum Beispiel was du dir beim BMW sparen könntest. Die Blinker. Ach so. Scheibenwischer. Ich hab grad gehört, die jagen den Niklas über die Strecke. ABS. Lichtstufen. Kamera durchschalten. Ja, Lichtstufe hat auch einer geschrieben. Mach dich mit 10 Kamera schneller. Nee, Lichtstufe ist schon ein legitimes Mittel, um den Vordermann mal so ein bisschen in Bedrängnis. Blinker rechts, Blinker links, ja, let's go, komm. Ja, Blinker rechts. Nutzen wir es einfach, um schneller zu werden. Also so viele Flächen kann es gar nicht sein. Lichthupe aktivieren. Regenscheinwerfer, hallo? Session ist zu Ende. Moment. War die Session jetzt zu Ende, oder? Ich glaube schon. Scheibenwischer durchschalten. Jawohl, einfach mal hier, zack. Armatur, jawohl, das passt so. Anlasser brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, ja, also ich wäre ready. Ich habe Blinker belegt, alles gut. Blinker habe ich links, rechts, passt. Ich glaube, Reifendrücke hattest du noch. Musstest du noch ein bisschen hochschrauben, bis auch vorne rechts. So ungefähr, ich glaube, vorne links waren sie wie 3-4 Klicks. Und bei den restlichen war es, glaube ich, 2 Klicks mehr. Nochmal? Bei den Reifendrücken vorne waren es, glaube ich, 3 oder 4 Klicks, die du vorne links draufgeben kannst. Ja, habe ich vorne links und rechts lassen, oder? Links und hinten rechts waren es, glaube ich, 2 oder 3 Klicks. Ungefähr. 2. Ja, okay. Dann wieder zurück. Also es speichert es auch immer selber, oder? Das Setup musst du dann immer selber abspeichern. Ja, genau, aber jetzt für die Session und jetzt für die Session den Server ist es gespeichert. Okay. Reifentemperaturen ist auch etwas, wo du eigentlich nicht vorspeichern kannst. Also klar, grob schon, aber jeder Server hat ja dann in der Regel auch etwas andere Temperaturen und darauf, das ist halt auch eigentlich mit einer der wichtigsten Faktoren, wie du deine Reifendrücke voreinstellst, damit du im Rennen oder während dem Fahren auf diese 27,5 stellst. Okay. Ja gut, da werde ich schon noch irgendwie reinkommen. Also können wir dann quasi auf Beenden gehen, oder?
Auf fahren. Ach so, ich bin schon in der nächsten Session drin. Ja. Oh, genau. Hab's gerade gar nicht gesehen. Fahren wäre vielleicht gut. Stimmt, Sessionbar direkt schon. Da gab's jetzt gar keinen Zwischenstand oder so nach der Session. Ne, es war nur freies also Training. Okay, das heißt, es geht einfach direkt wieder weiter. Ach, Pit Limiter war jetzt, glaube ich, hier. Ah, Pit Speed Act. Okay, passt. Jetzt haben wir den Pit Limiter auf jeden Fall gefunden. Perfekt. Ja, viel Spaß, Gabriel. Ja. 640, ach so, stimmt. Ja, egal. Es, für dieses Mal passt es erstmal so. Wenn ich jetzt zu viel hin und her stelle, auch mit Lenkeinschlag und so. Lass erstmal so ein bisschen fahren. SF, danke. Willkommen. Jonas, 100 mal reinschreiben bringt auch nichts, bitte. Einfach immer dabei sein und stiller Zuschauer, was auch immer. Wie viel sind wir denn jetzt? 17 Fahrer. Genau. Ach, jetzt habe ich gerade gar nicht auf Sprit. Ich habe jetzt wahrscheinlich wieder zu viel Sprit dabei. Ne, du hast 18 Liter. Das ist gut. Passt es? Erstmal. Ja, das passt. Ich nehme über 6 Minuten. Was bräuchte ich Sprit für genau eine Runde? Zeigt er dir unten an. Ah, also für, ah, okay. 5 genau. Runden. Unter dem Wert Runden steht die Kraftstoff pro Runde. Links neben deinem Gang. Ja. Also ich drehe jetzt einfach immer voll aus, bis es ordentlich blinkt. Was für eine Zeit wäre denn so gut für den Anfang, so Qualifying? Ja, ich glaube so 1,57 ist schon... Ja. Thank you.
Also unser Core-M-Split liegt so ungefähr bei einer 55 niedrig bis Mitte. Okay, also war ich jetzt nicht so komplett langsam. Nee, also mega aufpassen nicht. Ich denke dafür, dass es seine ersten Runden in ACC sind, ist das schon echt super gut. Also ist es gängig, dass man also deutlich mehr Runden am Stück fährt, wie jetzt nur eine Runde? Also von der schnelleren Zeit? Ja. Schon, oder? Wie viel fährt man dann so am Stück? Kann man machen, wie man will. Theoretisch geht natürlich auch, das Auto so leer zu hauen, wie es geht. Und frische Reifen drauf und ab geht's. Aber zwei Runden brauchst du in der Regel immer, weil die Reifen bekommst du sonst sowieso gar nicht auf Temperatur. Also zwei Runden würde ich sagen, brauchst du mal in der Regel mindestens. Okay. Zwei schnelle Runden. Aber da du ja keine elektronischen Hilfen wie in der Formel 1 hast oder so, kannst du die halt am Stück fahren, weil es halt kein DRS oder sowas gibt, wo du ja natürlich die aufsparen musst oder so. Das heißt, du kannst hier am Akkord eine Runde nach der anderen fahren. Ich persönlich würde jetzt bei so 10 Minuten Qualifying in der Regel auch immer fahren, so viel ich kann. Bei 15 wahrscheinlich auch noch, bei 20 auch noch und ab 30 würde ich vielleicht 15 fahren. Sonst verlierst du einfach zu viel Zeit mit den Outlaps. Ja. Ist klar, es dauert halt so seine Zeit, bis man hier mal um den Kurs ist. Ja. Das muss man drehen auf den langen Strecken, aber die Qualisetter beispielsweise sind in der Regel für 3 oder 4 Runden ausgelegt, also für eine Outlap, 2 Hotlaps. Und normalerweise porten die sich dann halt in die Box und fahren halt wieder raus von vorne. Okay, die Runde war es ungültig. Aber das heißt. Okay. Ja, und ein bisschen weniger hätte ich dann mitnehmen können, Sprit, aber passt. Ganz gut eingeschätzt. Eigentlich. Aber die Runde war es dann doch ungültig. Aber ich glaube, so viel mehr wäre es gerade nicht gegangen. Vielleicht noch 2 Zehntelchen oder so. Was war die letzte? 56,7. Ja, in den 20 Sekunden schaffen wir es nicht mehr. Also. Ja, auf der nächsten Sekunde. 20 Minuten ist jetzt Rennen, oder? Eingestellt? 25. Also ich würde einfach mit 55 Litern ungefähr kalkulieren, das sollte hinhauen. 50 oder 55? 55. Okay. Wir haben eine kurze Einführungsrunde, also keine ganze. Ja. Und ja, also das sollte reichen. Also, ich sag mal, wenn man jetzt nicht als Alien, wie beispielsweise mit Mavix oder so unterwegs ist, dann kommt es halt auf die 3, 4, 5 Liter am Ende im Quali sowieso nicht drauf an. Mhm. Weil das macht halt dann den Braten nicht fett. Wenn man halt wirklich auf allerletzte Rille alles rausholen möchte, dann halt schon. Ja, okay. Ja, ist ja bei F1 ähnlich, also. Okay, das war's. 3 Runden. 3 Runden hat das die Zeit gereicht. Das ist halt crazy. Gut, ich bin auch ein bisschen später rausgefahren, bei 8 Minuten oder so. Gut, normal ist Quali-Zeit auch länger. Das ist 10 Minuten nicht wegen Testrennen heute. Normal hast du mindestens 20. Dann immer auch 30 Minuten Zeit. Ja. Das ist ein bisschen spannender. Okay, dann kann ich rechts ranfahren, oder? Ja, genau. So, einmal noch kurz rückwärts einparken. So. Ne, so. Okay. Perfekt. Okay, dann. Perfekt. Da sind wir. Startplatz 9.
ist das LFM Rookie. Nee, ist einfach nur so. So Session mit Scope und Racing. Link ist in der Beschreibung drin. Den Jungs. Okay, dann fahren. Ist ausgegraut. Genau, oben steht noch Start der Session. Das ist quasi so eine Vorbereitungsphase fürs Rennen. Okay. Muss gucken, dass du jetzt noch Sprit anpasst. Oh ja. Mhm. Ja, gut. Auch alle anderen. Hab ich eingeschlossen. 25, ne? 55, ne? Sagt es mal. Ja, ungefähr 55 müsste hinhauen. 55. Pi mal Daumen. Okay. Ich pack 60 ein, aber gehe dafür immer noch kurz auf Klo. Das sollte dann vom Gewicht her sich wieder ungefähr aus. Dann gucken, dass du einen frischen Reifensatz mitnimmst. Ach, der wird nicht ausgetauscht automatisch. Normalerweise schon. Aber ich will es immer nochmal double checken. Okay. Bitte? Kurz noch jetzt. Und kurz Setup. Vorm Start nochmal in Setup reingehen, dass die Reifen nicht auskühlen. Okay. Ja, genau. Also aber nicht bei 20 Sekunden ungefähr. Weil wenn du es zu kurzfristig machst, dann wird dein Setup nicht akzeptiert. Ja, aber manchmal. Hier steht nichts von, hier steht glaube ich nichts von neue Reifen. Genau, also du hast halt in deinem Kraftstoff ich hab's auf Englisch, Fuel and Strategy, dann Reifensätze. Und dann siehst du halt, wenn du durch die verschiedenen Reifensätze durchgehst, bei der Abnutzung unterschiedliche Zahlen. Und wenn du auf allen Reifen 3,00 drin stehen hast, dann drin sind die Reifen quasi frisch. Mhm. Die Millimeteranzahl vom. Ja, genau. Genau. Okay. Und jetzt ist irgendwie gerade noch 45 Sekunden bis zum Rennstart. Dann kannst du einmal aus dem Setup rausgehen. Und mein Setup rein beispielsweise. Und dann bei 30 Sekunden oder so raus. Weil, wie gesagt, wegen Reifen abkühlen, das ist halt. ACC ist halt ein Reifensimulator. 30 Seconds? Ja, gefühlt schon. Okay, interessant. So. Ist halt. Reifen und Reifendrücke und Temperaturen sind wirklich wichtig. 20 Seconds. Okay, mich nochmal raus. Okay, passt. Dann kann ich jetzt auf Fahren klicken. Ja, oder? Genau, auf Fahren. Weil wenn der Timer abgelaufen ist und du nicht auf Fahren gedrückt hast, dann musst du aus der Bahn starten. Darf ich nicht mehr. Genau. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir mitfahren. Okay. Ist Niklas schon wieder da? Ja. Gut. Staying double file. Mal gespannt. Noch nie Lambo gefahren. Mein Hier schräg rechts, Michael. Schräg rechts hinter dir. Ja. Also im Gegensatz zum Einzelplayer hast du hier kein Speedlimit, also du musst wirklich selber in dem Fenster bleiben. Also immer Delta halten. Let's go! Wieder Panzerrennen. Car on the right. So schaut's aus. Clear on the right. Oh.
draußen, bist du nervös? Alles gut, Steffen. An die Mercedes tut es mir leid für den Schuss. Kein Ding. Turn 1 vollkommen unsicher beim Anbremsen noch. Die Poller werden hier weggehauen. Ja, auf der Geraden, da finde ich immer sehr viel Zeit. Ja, hier nochmal zu viel. Auto falsch eingeschätzt. Da war ein Panzer noch auf der rechten Seite. Okay, Safety ist bei 43. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da was verloren habe oder ob da jetzt gewonnen habe. Porsche muss jetzt nur dranbleiben und holt es noch den Graden in der Regel sowieso. Ich hab das Gefühl, in iRacing zieht der Windschatten noch mehr. Ja. Das ist schon so, oder? Ich merke fast gar nichts. Ja. Komm da nicht weiter. Auf der Geraden. Komm. Nitro! Car on the left. Me on the left. Oui. Car on the left. Me on the left. Letzte Kurve, erster Gang, oder? Oder was wäre zu empfehlen? Ferrari Sachen gemacht?
Erster Gang, okay. Oh nein. Oh, das ist echt zäh, Vorderlanggeraden. Die links. Wenn man die nicht richtig trifft, dann hat man echt verloren. Ich will auch immer höher schalten. Höher wie sechster Gang. Nee, alles gut, passt schon. Wow. Ich habe zwar drei Plätze verloren, aber mich ärgert eigentlich nur der Platz gegen Leon. Das ist ein privates Spiel, Niklas. Ja, eine private Sache. Boah, es ist voll schwer, wenn man niemanden vor sich hat. Ich warte auf dich. Ach, Scheiße. Was? Letzte Kurve, zweiter Gang. Das ist echt schwierig. Letzte Kurve finde ich echt schwierig. Kann ich gar nicht einschätzen, wie man die am besten fährt. Oh, hier fliegt ein Voller. Aston und BMW sind die angenehmsten. Ach, der AMG ist so. Da kann sich's auch einreden. Eben. Da musst du wollen. Genau. Du musst nur fest dran glauben, geht's. Ja. Niklas? Hoi. Nein, geh weg. Ja. Also, ich muss sagen, der Lambo war die schlechteste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Dieses Auto ist überhaupt nicht handelbar. Für die 78? Naja. Ich fahre jetzt ganz entspannt hier. Bei mir ist ja keiner. Boah. Schau schon mal rein, ey. Also bei Suzuka nämlich definitiv man sein. Oh Gott, jetzt, ah! Oh! Also das ist zwar jetzt nicht eingestellt, aber machen wir mit Boxenstopp oder ohne? Ohne. Also, ich kann es natürlich wieder drauf fahren. Ja, wird. Ja. Geh weg! Geh weg! Geh in die gute Karte, ich sag mal. Dann hab ich gut, dass du das. Linie ist gut, findet ihr? Ja, weiß nicht. Im letzten Stream wurde gesagt, dass ich noch die F1-Linie fahre hier. Aber. Kann natürlich sein, dass es auf dem Nürburgring die Linie ein bisschen anders ist. Wow! Ey, ich bin so am Driften hier das Mal hier durch. Ich hab den Mavis gemacht, Final Warning. Die hab ich schon bei der zweiten Runde. Me too. Oh, was denn geht? Ist ein Vorreganer. Das ist Nicker, der Track Limits. Krass, wie spät man da schalten kann. Im sechsten Gang, so mitten auf der Geraden irgendwann. Ja. Hey, einmal voll. Schnellen Rechtskurve, ja klar. Also die hier. Drei Warnings in dem Spiel geben übrigens eine Durchfahrtsstrafe. Okay. Vier Warnings noch. Drei hat man frei. Dann direkt Durchfahrtsstrafe? Mhm. Also quasi mit Cut und so? Oder was? Ja, genau. Wenn du dadurch keine Zeit bekommst. Aber das ist kein iRacing-Cut, sondern du musst in
in der Regel schon Zeit gewinnen, so sagt das Spiel zumindest. Manchmal bekommst du auch ein Cut, also, ja, das ist schon mal perfekt eingestellt, ja. Wenn du von der Strecke abkommst und auf dem Gas gehst, kriegst du in der Regel, sag ich jetzt einfach mal, aber keinen Cut. Mhm. Aber es ist dazu einfach noch zu sehr Spiel. Manchmal kriegst du trotzdem Cut. Junge. Wir haben noch Gib wieder. Oh, Niklas. Komm ja, warum ziehst du rein? Da war ich doch. Jetzt hab ich den anders Ding gehabt. Oh. Ich weiß nie, ob ich zu hart einschlag, aber ich muss da so krass einlenken immer, dass ich die Kurve Vollgas überhaupt erwisch. Auf die lange Gerade. Ich schätz mal, das ist normal. Aber ich weiß nicht, ob das Reifen schonend ist, was ich da mache. Oh je. Dass man die Reifen nicht sieht, ist hinderlich. Stimmt. Man weiß ja gar nicht, wie man einschlägt. Also wie die Reifen einschlagen beim Lenken. Aber es fühlt sich schon richtig an. Welche KI-Stufe? Mensch. Unberechenbar. Ja, viel schlimmer. Aber KI habe ich tatsächlich nicht mehr ausprobiert dann. KI nur einen, also jetzt im Stream ganz am Anfang gemacht und dann jetzt bisher nicht mehr. Aber das ist jetzt ja quasi insgesamt mein viertes Rennen jetzt hier. Das ist unser viertes Rennen. Oh nein. Das Ding ist, wenn ich jetzt blink, das sieht ja auch niemand. So, Lichtlupe. Mal in einem gesonderten Stream ausprobieren alles. Knack, Back und Knack, warum machst du dich Back und Knack? Das Feld hat sich schon sehr auseinandergezogen jetzt. Sehr, sehr krass. Oh, das war zu weit. Das hat die Linie. Ja. Aber wenn er sagt, keine Zeit gut gemacht, ist alles gut. Genau. Ja, genau. Sonst kriegst du halt so ein Track Cut Warning und links und Warning erkennst du. Also wir müssen sie nicht erklären, das erkennst du. Ja. Wird ungefähr da angezeigt, wo im Stream deine Base ist. Ja. Ah ja, gut. Das sehe ich dann halt meistens nicht. Schiebt schon an hier. Oh, das war eine Warning. Das war, glaube ich, die erste. Steht auf links. Ja. So, das war auf jeden Fall zu wenig Schwung. Mit Durchfahrtsstrafe, ne? Nee, ich
Also ich habe glaube keine. Ich habe nur eine Warnung. Einmal Warnung, genau, links steht's. Streckenabkürzungen 1 steht hier. Nur wenn irgendjemand das ganze Lobby in der Drive-Thru bekommt, dann sieht es, dann wird es auch für die anderen zeigen. Da oben. Oh. Also Off-Tracks habe ich auf jeden Fall viele. Also meine ich es nur, oder die Reifen geben dann schon sehr schnell nach, langsam? Auf jeden Fall. Moin. Und Rexer. Gut, also im Moment sind wir noch sehr safe unterwegs, was Cuts angeht. Platz 7 ist doch schon mal was. Jetzt schafft man so viel auf dieser scheiß Gerade aus, das ist ist jetzt öfter ACC, denk schon, immer wieder regelmäßig. Bisschen Abwechslung reinbringen. Ui! Der sah krank aus. Das war der Curb. Da vorne flitzt er wieder weiter. Doch, dass du gegen den Kasper dort so eine Kacke. Tut. Viel mehr ACC. Okay. Doch, Channel Nami umbenennen. Ich finde es halt so krass, wenn man halt nicht viel vom Auto sieht. So rein gefühlstechnisch ist es echt schwer, so Duelle zu gehen, finde ich. Es gibt ein Programm namens Crew Chief, da sagt er dir an, wo ein Auto ist. Genau, den habe ich sogar. Ja, ja, aber ich meine so, also klar kann ich, also sagt er mir das dann, aber ich brauche ja das Gefühl, so wie viel Abstand, wie viel Millimeter. Das kommt einfach mit der Zeit. Vieles aber auch einfach übers CC-Radar. Ja, genau, das glaube ich auch schon was. Oh. 3 Minuten noch. Machen wir das nächste Rennen. Ja, aber, ist ja, aber üblich, warte mit dem Joint vielleicht noch. Ist das eigentlich üblich, dass man nur nach Zeitlimit fährt, oder kann man nach unten theoretisch auch einstellen? ACC geht nur nach Zeit. Okay. Du kannst gleich joinen, warte aber vielleicht gerade das Rennen, aber es fahren ja noch 2.
Regeln dann einfach nicht ein. Ja. Boah, jetzt blendet die Sonne krass rein. Turn 1. Komplett verpasst. Aber es bockt schon, also jetzt so jede Runde gucken, wo man so ein bisschen Zeit verliert oder liegen lässt. Immer so ein kleines bisschen mehr Gefühl reinstecken. Das ist richtig viel Formel 1, ne? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir auch mittlerweile, wo man halt sein Limit erreicht hat. So von Erfahrung und so. Da geht halt irgendwann eine gewisse Rundenzeit und mehr halt dann auch irgendwann nicht mehr. Wenn man halt sowas neu anfängt, dann ist so jede Runde irgendwie so ein Riesenschritt. Und vor allem auch auf die Konstanz zu kommen. Ist auch ganz geil. Das ist ein privater Server, ja. Genau. Macht Laune, das freut mich. Das ist schön. Ich meine schon, wenn du Bock hast auf ein paar mehr Leute im zweiten Rennen, können wir das gerne öffentlich machen. Wie viel gehen maximal? 25, 27? Das kommt 50. Immer auf die Rennstrecke drauf an. Ja, genau. Suzuka sind es glaube ich 140, oder ist das nicht diese... 105, glaube ich. Wenn man voll übertreiben kann, ja, 105. Okay, aber ist nur in Suzuka halt so? Ich glaube, Suzuka noch und spart glaube ich auch recht viele. Sicher haben die, soweit ich weiß, kann auch schon wieder mehr geworden sein. Suzuka damals. Ja, Suzuka ja. Und Spa sind die höchsten. Ach, aber in der Regel haben viele 50 und ansonsten glaube ich 70. Oh, ich habe das erste Mal Turn 1 getroffen. Ah, 140 sogar? Ja, krass. Da gibt's doch so ein witziges Video von Marbix. War das nicht LFM? Das war LFM. War auch ganz witzig. Also fahren mit 140 Leuten, das ist kein Fahren mehr, aber es ist witzig. Na, das waren 105 Leute auf Suzuka mit GT4. Ah, ne, da war das ein anderes. Nicht sogar auch so ein paar M2 dazwischen? Ja, ja. Stimmt, hinten zu niedrig. Ich habe hinten nur noch 27,0. Und vorne 27,2. Vielleicht muss ich mehr driften. Ja. Das kann aber auch sein, dass du gegen einen Poller gefahren bist. Dann hast du Druckabfall im Reifen. Ja, du hast mittlerweile einen ruhigeren Fahrstil. Du musst deswegen deine Reifenbrücke hochmachen, weil du nicht mehr so drin bist. Ach so, okay. Genau. Die wahrscheinlichere Variante. Aber gibt es auch, dass mir der Reifen platzt, wenn ich irgendwo drüber fahre? Ja. Echt? Ja. 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 Weil du weißt gar nicht, welche Strecke das ist, aber da kannst du dir mal ganz gerne. Zolder, genau, da hast du schnell die Curbs und über die Curbs den Reifen aufgeschlitzt. Ja, also, beziehungsweise man muss halt aufpassen bei niedrigen Reifendrücken, schlitzt der in ACC ziemlich schnell die Reifen auf. Vor allem, wenn ein Zolder irgendwie Regen kommt oder so, wenn du nur aufs Licht draußen bist, dann ist es mies. Wegen Zitaner, ne? Ja, wegen allen Curbs da. Da sind halt immer diese Sausage-Curbs da. Und die schießen den Reifen schneller auf, als du schauen kannst. Das ist aber auch. Ja, Misano auch, ja. Also eigentlich. Perfekt. Ja, eigentlich alle Strecken, wo du über Curbs fährst, die Sausage Curbs haben. Bei kalten Reifen. Deshalb sagt er dir auch immer, wenn du manchmal rausfährst, sagt er dir auch manchmal, low tire pressure, stay away from the curbs. Einfach auswendig gelernt. Nö, der hat mir jetzt nur so auf Jones Ohr geschrien. So, einmal Scheibenwischwasser. Scheiben ist dreckig. So, sind wir ja, perfekt. Losgehen. Nicht schlecht. Erstes Online-Rennen fertig gefahren. Cool. 13 Runden. Niklas, kann ich jetzt drauf joinen, oder? Ja, jetzt kannst du drauf. Okay. Lohnt sich nicht, weil wir den Server aber neu starten müssen. Also ihr müsst gleich alle einmal neu joinen für die neue Strecke. Ja gut, dann ist egal. Okay. Ja, das kann ACC leider nämlich nicht. Weil überhaupt als nächstes. Aber Passwort merkt er sich ja, gell? Ja, das genau. Ist, ah, okay. Warte, wo? Ich
Dann beenden wir hier mal. Beenden. Cool. Ja, nicht schlecht, ey. Das ist lustig. Suzuka noch nie gefahren. Also Suzuka, das ist gut. Ja, Suzuka bin ich jetzt ja gerade kurz mal gefahren. Niklas, kannst du mir nochmal schnell sagen, in welchem Channel das Passwort nochmal drin steht? Wichtige Infos. Ja, genau. Nein, ich hab's vom... ich schreib dir das mal in Sekunde. Okay, danke. Aber hat Bock gemacht. Ach, mir gefällt der AMG schon. Also er ist schon ein super schönes Auto. Er ist schon richtig schön. So. Oder Chat? Schon Jonas, du brauchst das, ne? Ja, ich brauch das. Wir haben uns ja für unser Team letztes Jahr komplett für jedes Auto eine Livery machen lassen. Und da habe ich auch schon gesagt, für den Mercedes hat es am schönsten ausgesehen, aber leider ist keiner Mercedes gefahren. Da war es wieder da. Optisch war es natürlich die schönste. Ist der Mercedes so unbeliebt? Nee. Als Taxi nicht. ich würde nicht sagen unbeliebt, ich würde halt eher sagen schwer zu fahren. Aber ja. Warte mal. Steffen, dein Sohnemann fährt doch... Der ist nicht da. Ist er nicht mehr da? Ich bin da doch. Doch, der fährt doch E-Sport-Team Benz, jetzt. Ja. Das hast du doch auch mal erzählt. Die haben da Probleme in der SRO. Ja. Also Server ist wieder da für alle. Hat sich ein bisschen gebessert durch die letzten Updates. Ja. Ja. Mhm. Aber muss schon gut sein, um AMG fahren zu können. Welches Team ist das nochmal? Deswegen fahre ich denn ja. Genau. So schaut's in welchem aus. Team fährt er nochmal? Unicorns of Love. Ah, genau. So, kurz nochmal. Zack. Kurz Tastatur. Da, da bin ich wieder. Den gleichen Server, oder? Nochmal? Ja, genau. Ja, genau. Okay, ah, da ist Suzuka schon. Perfekt. Ich sehe nur einen Suzuka-Server. Ja, wir haben auch noch einen Suzuka-Server. Ja, der ist aber da perfekt. Ah, Minuten Training sind auch noch hier drin. Ja, okay. Genau. Das reicht gut. Zum einmal rausfahren. Ja, genau. Hm. Auf Imola ist der AMG stark. Ich denke, du musst in jedem Auto einfach üben. Extrem stark. Auf Imola ist er extrem stark, weil er halt ein Boot ist, was Curbs. Die Curbs sprettert. Das ist halt krank. Okay. Wir sind letztes Jahr und das 12-Stunden-Rennen Imola gefahren. Wir sind mit McLaren angetreten. Und ich fahre sehr wenig AMG. Eigentlich gar nicht. Und mit McLaren, wir haben für dieses erste Rennen haben wir 2 Monate drauf hingeübt. Wir waren schon gefühlt am Limit, was die Pace angeht. Dann habe ich nach dem Rennen gedacht, ich so, das kann doch nicht wahr sein. Habe mich in einen McLaren gehockt mit dem Standard-Aggressiv-Setup. Bin 4 Runden gefahren und habe meine Bestzeit geknackt, die ich mit McLaren da geschafft habe. Ich dachte, das kann echt nicht wahr sein. Das ist nur eine Möglichkeit, aber der Mercedes ist da echt stark. Ja, beziehungsweise McLaren und Porsche sind halt extrem schlecht auf der Strecke. BMW ist eigentlich fast noch besser in Imola. Wenn man sich so mal die Pro-Zeiten anschaut. Ist nochmal auch wegen der neuen BOP auch. Ja, ja. Der Mercedes hat schon ein bisschen was abbekommen, glaube ich, in der neuen BOP oder was andersrum. Der Hans Müller in deinem Chat hat auch gerade gesagt gehabt, der Mercedes kommt auch gerade etwas zurück. Das ist ja das, was Steffen auch so ein bisschen vorhin gesagt hat, dass das ja nicht auch wie das hier reinblendet. Krass. Also allgemein so Lichtstimmung und so, Streckendetails schon super, super geil. Dann gibt's doch die Cheater, die Außenansicht kriegen. Ja, aber man kann in der Außenansicht fahren, oder? Ja. Das ist jetzt nicht wie bei iRacing, also man kann schon. Aber es macht niemand wahrscheinlich. Ich kenne einen, aber wir sagen hier keinen Namen. Aber ist es dann quasi nicht erlaubt? Oder also kann man da nicht locken? Wer will's kontrollieren? Ja, aber also bei iRacing zum Beispiel kann man ja Cockpit. Also ist ja Cockpit gelockt. Nein, ist es nicht. Nicht? Auch. Also wenn du einen Server hostet, dann kannst du Forced First Person Mode an- oder ausmachen. Das heißt auf gehosteten Servern. Es gibt
tatsächlich. Also auf Competition-Servern, beziehungsweise auf den Servern, wo du so drauf kommst, halt zum, für die Official Races ist es gelockt. Aber wenn du zum Beispiel auf privaten Servern fährst, es gibt in den Einstellungen eine Taste Change Camera Position oder irgendwie sowas. Damit gehst du tatsächlich in eine andere Perspektive rein. Okay. In ACC ist es nicht gelockt und wenn du beispielsweise in ACC in die Motorhaubensicht gehst, hast du auf deiner Kamera quasi keine Regeneffekte mehr. Ach so, ja, okay. Quasi im Regen, im Trocknen. Und das zählt dann schon als Cheaten quasi. Ja, es mehr oder weniger. Also es wird halt nicht gern gesehen. Es ist halt. So. Ja, nee, was heißt nicht gern gesehen? Das sieht irgendwie sein, wie es ja. Okay, jetzt kann ich noch eine Runde fahren, oder? Also ich ja, frag genau. Wenn du noch Zeit hast auf der Uhr, dann kannst du noch die Runde Zeit lassen. Ja, weiß nicht. Gut, ich habe jetzt wahrscheinlich wieder viel zu viel Sprit dabei, aber egal. Boah, ich bin seit Ewigkeiten kein Suzuka mehr gefahren. Perfekte Voraussetzung. Ich denke, ich habe zum ersten Mal gefahren. Boah, krass, man sieht gar nichts hier. Die erste ist durch. Oh, Setup. Stimmt, Setup muss ich ja auch noch laden. Rennen wir übrigens hier auf Suzuka mit einem GT4. Und zwar habe ich den Porsche Cayman genommen und habe von GT4s gar keine Ahnung gehabt vorher. Bin relativ spontan da reingeladen worden. Und habe mir dann gedacht, okay, was nehme ich für ein Setup? Habe dann im Internet mal geguckt, ob ich was finde. Dann habe ich bei, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, habe ich gesehen, Arsch hinten komplett hoch und vorne komplett nach ganz unten stellen. Und das war von Biermann, glaube ich, gell? Der hat das mal gesagt. Genau, das habe ich ausprobiert und ich war auf der Geraden vor 130R habe ich eine Sekunde verloren. Also bis 130R habe ich eine Sekunde auf alle anderen verloren. Aber in den S's war ich anderthalb Sekunden schneller und so habe ich das Rennen am Ende um Platz 2 beendet sogar. Wirklich krass. Dieses extreme Setup ist einfach nur krass, wie okay das eigentlich ist. Auch die aktuelle Setup-Meta ist ja auch komplett lächerlich in ACC. Klar, Extremum einfach nur. Ja, einfach nur Extremum, mehr nicht. Ja. So. Also werde ich einfach nochmal 20 Liter mitnehmen, oder? Sand fürs Quali. Ja, das passt dann oder ein bisschen weniger. 20, 25, so die Richtung, das müsste hinhauen. Vielleicht reichen noch 22 oder 23. Okay, jetzt muss ich kurz das Setup neu laden. Okay. Oh, da kam die Frage, macht dir das Spiel mehr Spaß als iRacing? Das kann ich jetzt noch nicht so gut sagen, finde ich. Also ich finde auf jeden Fall das Force Feedback deutlich besser. Also was man halt auf der Strecke spürt so. Das finde ich echt krass. Aber ich kann da, Leute, ich kann da nicht so viel schon dazu sagen. Ich glaube, da bräuchte ich ein paar Stunden. Also ich bin ja in iRacing jetzt auch noch nicht so lange unterwegs. Und in iRacing habe ich bisher halt auch nur die Formelautos hauptsächlich gefahren. Der Lexus da hinter mir, hinter dem goldenen BMW, fahr mal vorbei. Du kannst ja auch. Vorbeifahren, nicht in mich reinfahren. Du kannst ja, Patrick, du kannst ja auch einstellen, ab ja, wie viel Newtonmeter halt das Maximum ja, simuliert werden soll in iRacing. Also, du kannst es nach deinen Vorstellungen einstellen. Das kannst du halt zum Beispiel in Formel 1 bzw. ja in ACC nicht so stark. Das ist halt der Vorteil in iRacing. Ja. Ja, das ist für mich beides eigentlich noch so komplett krass neu. Es ist krank, wie viel Zeit man da braucht. Also um da... Und ich weiß halt auch nicht, wenn ich halt beides nebenher so ein bisschen mache, ob das funktioniert. Also iRacing und ACC. Doch, das ist halt schon... Weil es halt schon irgendwie anders ist, halt auf der Bremse auf jeden Fall auch. Ja, so ist es ein bisschen bewirkt. Wenn du, ja, sag ich mal... Es kommt auf deine Ansprüche drauf an. Wenn du Spaß am Fahren haben willst, kannst du natürlich beides fahren, das ist ganz klar, aber wir fahren auch, also viele von uns fahren auch iRacing und ACC, weil halt der Spaß in irgendeiner Art und Weise noch im Vordergrund steht. Aber natürlich, wenn du dich auf ein Auto, auf ein Spiel so richtig einschießt, bist du natürlich immer schneller. Ja.
Ja, aber so im Generellen würde ich sagen, auch competitive-mäßig funktioniert es schon, Weise zu fahren. Man sieht es ja auch an Mavix. Mavix ist zwar auch ein Alien, aber trotzdem, er kriegt es ja auch hin. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt übel competitive nennen, aber ich krieg's eigentlich auch ganz gut hin. Dann immer noch zum Beispiel Daytona waren wir im Second Split da noch ganz gut mitzuhalten mit den Leuten. Ihr seid ja aber auch 23 Uhr gefahren. Was? Ihr seid ja auch 23 Uhr gefahren. Ja, wir sind freitags gefahren, aber trotzdem ist da Second Split werden SOF von, ich glaube, 6K oder so. Naja. Ist immer noch nicht schlecht. Würdest du 24 Stunden Rennen durchhalten? Geschrieben. Never, ey. Aber gut, man fährt ja auch nicht 24 Stunden durch. Man tauscht da ja auch. Es gab schon welche, die haben das gemacht. Boah, das geht ja nicht. Tatsächlich hat mein Teammate verpennt. Und dann musste ich, ich glaube, 5,5 Stunden am Stück musste ich durchfahren in VR. Boah, aber in VR ist es schon hart. Also es macht schon richtig Bock, aber 5 Stunden am Stück. Nee, danach war ich tot, also. Boah, das würde ich mir, glaube ich, nicht antun. Boah, wie krank die Wettereffekte sind. Das ist ja richtig geil. Boah, da kam der Arsch. Also ich finde es halt, in iRacing ist es halt toll, dass man halt viele verschiedene Autos fahren kann, aber die muss man halt auch alle bezahlen. Das ist halt das Ding. Natürlich. Ein Monat in iRacing drin und 350 Euro reingebuttert. So, ja, holen wir mal eine schnelle Runde. Das nimmt ja auch schon ab, wie viel du bezahlst in iRacing, je mehr Strecken du hast. Ja. An einem Punkt würde ich mir eigentlich nie mehr eine Strecke holen müssen und ich kann trotzdem jede Woche fahren. Ja klar. Die beliebtesten Strecken werden ja auch öfters genommen. Und wenn du die irgendwann mal alle hast, dann geht's eigentlich. Ja, also wenn du halt einmal drin bist, da hast du wie viel Geld investiert? Halt, ja eben, dann will man halt auch nicht mehr raus. Ja. 1000 habe ich mal gelesen. Über 1000. Wie viel? Für den kompletten Content. 5000? Über 1000. Ah, 1000. Hab gedacht, ja okay. 1000, aber 1000 ist ja schon hart. Also ich hab's jetzt noch nie zusammengerechnet. Am besten macht man das auch nicht. Ja, aber ich muss sagen, wenn man das Auto einmal ein bisschen gefahren ist, egal auf welcher Strecke, dann weiß man schon ungefähr so, wo bremsen und so. Auch wenn jetzt Suzuka erste Runde. Ja, muss ich da einmal kurz lüpfen. Ja, warum? Vielleicht eigentlich. Weil der 50 Meter Schild. Da ist der AMG sowieso ganz anfällig in der Kurve. Okay, letzte Schikane war jetzt nix. So, was sollte man für Zeiten fahren? Niedrige Zweier. Personal Best. Yellow flag ahead, be careful. Ich hab einen Kopf in der Arsch. Exactly.
Das Delta identisch gleich. Ach komm, Kati, Delta. No. Ja, das Spiel ist schwierig. Ja. So, 100 Meter Schild einmal. Okay, hat glaube ich geklappt. Boah! Fabian, fährst du jetzt in die Sprint-Season eigentlich mit dem BMW? Ja, ist mein Plan. Ist der Server jetzt eigentlich komplett offen? Nee, das sind noch ein paar Passwörter. Also Leute, wenn ihr mitfahren wollt, später vielleicht noch oben Lobbys eventuell. Die Open Lobbys be like stones. Das wird richtig schlimm. Dann führe ich das Duell mit Niklas weiter. Einfach. Oh, 13. Leider nicht. Soll ich nachher gucken nach dem Boden? Hallo? 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 Ja, komm, mein Sprit ist leer. Yellow Flag ist aktuell. Hallo, hallo. Hallo. Das reinrollen lassen ist so wichtig. Ich bin noch nie so lang vom Gas oder von der Bremse gewesen wie hier. Oder allgemein im GT. So, jetzt noch das Schikane treffen. Niklas, brauchst du nicht verbessern. Ja, der war nicht gut. Ich fahr dir. Nein. Session is now over. Over. Ich bin leider nur. Ich habe 2 Runden zu wenig Sprit mitgenommen. Auf Ansage schlage ich deine Zeit jetzt. Ja, ja, komm. Mach doch. Dann mach. Also 20 Liter ist schon recht viel. Oder? Jetzt noch 7 Liter übrig. Ja, passt. Schon ein bisschen noch was übrig, aber ja, eine Zehntel. Und ein bisschen weniger als eine Zehntel. So. Auto abstellen. Ja, kurze Wiederholung. Ich muss das Auto mal noch sehen hier. Kann das dann anschalten? Wo ist denn das Auto? Da! Da ist das wunderschöne Auto. Einmal richtig schön auf Fahrschule reingezoomt. Ne. Das ist schon richtig gut. Hinten Fahrschule, zack. Jetzt wird nur noch Blinklicht. Ja. Oder so. So oben noch so ein Fahrschule-Schild. Hast du? Nee, das wäre aber cool. Aber das geht ja nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Mist, ey. Niklas, Mann. Auf Ansage. Ja, Lava, Alter. Oh, Alter. So. Start der Session. Na, du kannst ja nicht auf allen Reifen nochmal so
7-8 Klicks mindestens drauf machen. Auch weil die Strecke jetzt nochmal kälter geworden ist. Wie viel? Wir fahren ja so 13 Runden. 1, 2, 3, 4. Also nicht wundern, Chat, ich 5, muss 6. kurz einfach nur. Nicht, dass man das Setup hier sieht, weil das ist wohl sensibel. Sprit war jetzt wieder 55, sowas? Ja, ungefähr. Okay. Zurück. Okay. Kann sein, dass du gleich Licht anmachen musst. Oh. Oh. Lass mich nochmal Licht an. Ha. Auf der Tastatur aber L drücken, wie Ludwig. Okay. Müsste gehen. Also jetzt ist Nachtfahrt. Ja, wenn du im Auto sitzt, L drücken. Sind das eigentlich die Temperaturen für die Bedingungen für Sonntag? Ja, gell? Ja. Perfekt. Ist genau das gleiche. Licht. Sonntag ist schon das Rennen. Lichtstufen durchschalten habe ich hier. Ja, genau, das ist es. Ist das das? Ja. Das weiß ich nicht, wie ich das jetzt hier hin. Da hast du unten rechts auch so ein Symbol, so ein Kreissymbol. Und wenn du die Lichtstufen durchschaltest, ich weiß ja nicht, inwieweit dein Auto als Lackierung erstellt wurde, aber es gibt einmal ein Endolicht und ein normales Licht. Ja, eigentlich sind alle Custom Liveries sind eigentlich. Ja, das Endolicht drauf. Ja. Alles gut. Okay, das kann ich das jetzt schon? Ne, das kann ich noch nicht testen, oder? Ja, das musst du leider erst in 30 Sekunden. Okay, das heißt, ich klicke nochmal kurz ins Setup rein, aber es ist schon komisch. Also da muss man schon immer reinklicken dann und dann aktualisieren sich die Reifen. Das Ding ist halt, wenn du im Setup-Menü drin bist, hast du die Reifenheizdecken noch drauf. Sobald du aus dem Setup-Menü raus bist, sind die aus. Und dadurch, dass halt Reifentemperatur und Druck so wichtig ist, kann man damit halt schon, insbesondere wenn man eine komplette Einführungsrunde fährt, also man braucht noch nicht unbedingt Licht übrigens, auch wenn man eine komplette Einführungsrunde fährt, ist es halt so, dass dann halt die Reifendrücke immens zurückgehen, bis zum Moment, wo halt die Warnung kommen kann. Okay. Krass. Jetzt bei so einer kurzen Einführungsrunde ist es meistens nicht das Problem. Na guck, da ist das Licht an. Wahnsinn. Stay double fire. Und unten ist jetzt so ein blaues Symbol, weil du hast, glaube ich, gerade das Endolicht an. Wenn du jetzt noch einmal durch... Oh, scheiße, da hat ein Motorlicht an. Wie die richtigen Profis. So, also, liebe Leute, jetzt ist Nachtfahrt. Einmal Nachtfahrt. Ja, ich würde sagen Dämmerung. Nacht ist wirklich dunkel. Aber das ist halt jetzt wegen Fahrschule Nachtfahrt einfach. Ja, stimmt. Überland, Nacht. Ja, genau, Überland, Nacht. Für den Hängerführerschein bekommst du gleich noch 30 Kilogramm Zusatzgewicht. Kannst aber nur im BMW machen. Oder im Bentley. Zu schnell. Schön 70 fahren. Schön 70. Hier ist schon eng. Hier ist schon extrem eng. Car on the right. Clear on the right. War dive.
Kurz entsorgt. Stimmt, das sind wir in einem Quali gefahren. 57, glaube ich. Einfach kurz zurückspulen im Stream. Nee, oder? 57 oder ist das gerade falsch? Mission sind gut, ja. Nein, ich hab's falsch im Kopf gerade. Bei 3er bist du gefahren. Ah, nee, dann sind wir gerade in Frankreich. Ich hab's mir gerade nicht gemerkt. Ja, Frankreich kommt hin. Frankreich war es 57. Boah. Blue führt. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Oh fuck. Sam Rems. Car on the right. Clear on the right. Aber so Dämmerung sieht schon extrem gut aus. Das ist schon richtig stark. Richtig stark. Jetzt nochmal die Fixzeile im Endo-Rennen. Wenn du von Tag immer so ganz, ganz langsam immer mehr in die Nacht reingehst. Ja. Zeit läuft ja auch hier. Es kann schon sein, dass die 20 Minuten nochmal ein dick drin war. Aber ganz dunkel wird es, glaube ich, nicht. Aber Regen haben wir ausgestellt, oder? Ja. Oder? Okay. Ja, hier tue ich mir jetzt deutlich schwerer. Da war Frankreich easier. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Streckenbreite und dann daran, dass es halt nicht so viel Streckenauslaufzone gibt. Habe ich dich berührt? Ich glaube, ganz knapp. Ich glaube, ich weiß es nicht. Oh, jetzt ging mir aber das Stück. War da vorne. Los. Ja, alle DLC sind drauf. Außer zwei. Also GT4 nicht. Dieser Staub sieht ein bisschen komisch aus, wenn er aufgewirbelt wird. Oh, jetzt sind meine Reifen schon durch. Alter, wer ist... Wer ist Schaber? Posse, gib mal Gas! Du hältst jetzt auf! Genau, den ganzen Bus hier! Ja! Die alten Männer aufhalten, was geht? Wer ist der Ferrari hier? Ich bin einer von denen. Ich weiß nicht, ob Porsche ist. Ist der Porsche so OP auf der Strecke? Ich denke schon, dass die Strecke mit Porsche ganz gut liegt, oder? Außer die Frage. Das hat mich ja fast eben drauf gehalten.
Im Moment lasse ich mir eher mehr noch Tipps geben, dass ich da irgendwas. Nee, ich stell ab. Geben. Ich stell ab. Aber Leute, ihr könnt ja den Wechsel live mitverfolgen. Beziehungsweise Umstieg und. Ja, Umstieg ist es ja nicht. Es bleibt ja beides. Ich bin mal im Quarzeck. Ich komme mal wieder. Also ab jetzt halt Bernd Mailänder Skill fahren lernen. Zusätzlich noch. Also bald können wir Safety Car fahren und F1. Wir müssen halt Safety Car steuern. Musst du noch in eine Supercar Liga einsteigen. Ja. Aber von der F1 Supercar Challenge habe ich genau eins oder so mal gemacht. Mal ein so eine Challenge. Und dann war es dann auch wieder. Aber die fahren sich eh auch wieder. Also ganz anders wie hier. Oh fuck. Oh fuck. So, jetzt bin ich alles nachmachen. Ja. 130R sieht schon gut aus. Da war eine Kurve. Ach, wirklich. Ich dachte, ich hätte einfach rausfahren können. Mernd Beilender. Ja, jetzt wird schon dunkler. Jetzt haben wir dann bald Nachtrennen hier. Überland. So. Vorne wird es jetzt schwer. Oh, ich drifte da immer durch. Sorry, Steffen, ich habe mich verbremst. Kann ich wieder vorbei lassen. Also der letzte Sektor ist tot. Mein Tod. Ah, ich glaub, den kann ich ja gar nicht. Der liegt, glaube ich, viel Zeit im Spoon. Ja. 130R und dann Schikane. Das sind Kurven, die töten mich hier. David, was macht ihr da vorne? Ihr sollt nicht tanzen. Und die Dirty Air durch die S, das ist auch so bescheuert. Ja, ist krass, ne? Ja. Und kannst du Ferrari echt schnell bewegen, so cool. Aber überholen ist ja auch richtig hart. Ja, ich merke, ich hänge die ganze Zeit hinter dir. Ferrari sieht das die ganze Zeit bei dir so aus, als ob du gleich stirbst, nicht was? Fühlt sich auch so an, also das sieht schon. Aber schnell ist er schon. Ja, im F1 kann man besser überholen hier. Ja, du hast doch DRS, ne? Ja, das stimmt. DRS. So, ein bisschen näher gekommen schon. Also ich will da halt immer auf die Bremse treten. In der 130. Wer war der Aston Martin, der mich da gerade voll weggemacht hat? Aber Chat, stört es arg, wenn Kamera über den Seitentable liegt? Zeit, also die Platzierung. Also an sich sieht man ja die Platzierung oben links. Ich wüsste jetzt halt auch gar nicht, wo ich den Timetable hinlegen soll.
Verdammt! David, nein, aus. Du bleibst hinter mir. Boah, direkt 5,5 Sekunden wieder. Jetzt geht Chat DTR rein und dann bin ich wieder weg. Im Chat könnte ich weiter runterlegen, stimmt. Ich hab keine Reifen mehr, Steffen. Ja, dein Kopf halt. Im Chat. bisschen rot sind die schon. Fahr innen vorbei. Halten Sie mal da vorne auf, ich möchte noch ein bisschen fighten. Okay. Ja, rechts oben sieht bei mir komisch aus. Sieht dann tatsächlich komisch aus mit der Kamera, die ich angestellt habe. Aber ich kann es fürs nächste Mal ein bisschen anders sortieren, mit dem Chat vielleicht unten irgendwo. Okay. Sorry. Jetzt haben wir uns beide ordentlich verbremst. Ja, sorry. Fahr vorbei. Nee, fahr mal. Okay, danke. Car on the right. Clear on the right. Tut mir leid, das war... Ja, aber gut, dass ich mich auch verbremst habe hier. Ja, sonst wäre blöd geworden. Eben passieren mal Fehler. Was auch nicht Fehler denn? Das war gerade perfekt. Das war gerade perfekt. Was das denn? Ich hab's einfach gecallt. Ja. Das sind beide Momente. Und ich lasse Steffen vorbei. Jetzt haltet mal euch da vorne auf. Ich möchte noch fighten. Ja, aber am Essen vorbeizugehen ist ein bisschen scheiße. Ja, Timetable unter den Chat. Den Chat könnte ich dann quasi so neben das Lenkrad quasi legen auf Armatur. Sozusagen über, Junge, Lenk über die aus. Ganganzeige. So. Wow. Jetzt regt mich der David auch noch von hinten auf. Fernlicht. Dann blenden wir aber. Nee, alles gut, das schon. Ja, Fernlicht blendet hier nicht. Oh, jetzt ist es nochmal richtig spannend. Ja, da gibt es schon die Lichthupe. Der kommt so viel besser raus. Ich? Oh, der war ja perfekt angebremst. Ja klar. Jetzt! Hier steht nur der Essen in den Weg. Fabian, gib mal Gas da vorne. Mach dir nichts draus, der Porsche kegelt dich schon raus. Mist. Muss halt eine Verteidigungslinie fahren. Nein. Da muss ich gerade noch kurz ans Limit gehen, David. Alles gut. Boah. Da ist halt kein Platz. Moin, Bojan. Der S-Train, habe ich gehört. Hier vorne. Ja. Car on the left. Wuff, mit Train ins Morning.
Ah, das dachte ich, das geht. Ging nicht. Ja, die wird immer ein bisschen besser. Ein bisschen besser wird sie, die Kurve. Der Instant kommt aber auch sehr stark raus. Und jetzt kommt der Lexus dran, Alter, mit seinem Topspeed-Gott. So, 8 Minuten noch. Was sind in ACC so die besten Strecken, wo man gut überholen kann? Apro Ricard, Spa. Also Spa stelle ich mir auch richtig gut vor. Ich glaube, das macht richtig Bock. Naja. Das ist das erste Mal, dass du so ruhig bist. Ja. Oh, ah. Nö. Ist ja kein Formel 1 Auto, geht nicht so easy flat. Ja. Oh. 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 He runs wide. Gut aus. Sehr gut. Oh fuck. Oh scheiße. Das war mein Fehler. Oh! Mein Fehler. Da muss ich mich gleich nochmal entschuldigen bei dem. Niklas! Oh. Wie, du bist ungeschadet aus der Sache rausgekommen? Ich? Ja, wir sind alle hängen geblieben hinter dir. Tut mir leid. Oh, da hinten fehlt was. Das sehe ich gerade. Aber meine Lenken ist ein bisschen schief. Es tut mir wirklich leid. War hier bei LFM? Nee, das hier ist nicht LFM. Krass, ich weiß nicht, wo vorbeigehen. Also nach den Esses geht's halt auch nicht. Da ist immer zu wenig Platz. Kann sich in den ersten Teil von Spoon ganz gut reinbremsen. Ja, das hätte ich eben noch machen sollen müssen. Oder in die Haarnadel. Ja, in die Haarnadel geht auch ganz gut. Außer du verbremst dich. Ich hab da so ein Déjà-vu. 2 Sekunden Schaden. Halt. Auch ganz klassischerweise macht den Gegner zu Fehlerzwecken. Ja. Ab und an mal blinken, mal rausstechen vor der Kurve. Also nicht mit dem Blinker, sondern mit dem Flasher. Ja. Oh Mann, die Kurve hier. Aber es gab jetzt noch keinen größeren Crash bisher. Bisher echt glücklich. Ja, auch keine Open Lobby Monster. Das ist auch meiner. Boah, aber so neben der Ideallinie. Null Grip. Hier kann man auch immer ordentlich drüber über die Schikane. Letzte Kurve. Ja. Also, für die erste Kurve bin ich halt auch mal zu weit weg, um da irgendwo reinzugehen.
Oh. Was? Ich hab Durchfahrtsstrafe oder was? Nee. Stimmt da krass. Ja, Nummer 22. Der vierte Platz. Das gefällt mir doch. Macht Spaß beim Lernen zuzuschauen. So, Idee. Es ist halt echt krass zu sehen, wie schnell du das jetzt alles adaptiert hast. Ja, Racing ist halt Racing so ein bisschen auch. Ja. Nur, dass es halt jetzt in dem Fall so ein bisschen langsamer funktioniert und ein bisschen mehr, wo man ein bisschen die Kurven ein bisschen besser lernen muss, so einzeln. Wo man sich sonst nie so Gedanken gemacht hat, von wo man die jetzt genau reinfährt, in welcher Gang und so. Das ist halt im F1 schon komplett drin. Halt Downforce Cars, ne? Ja. Ja, das Rutschen und so, das bin ich halt gar nicht gewohnt, dass man da durch die Kurven so durchdriftet und so. Danke, Hunter. Also, das Anbremsen ist halt auch so eine Sache. Im letzten Rennen habe ich das irgendwie besser hingekriegt. Da habe ich es besser einschätzen können. Sind es, glaube ich, noch 2 Runden? Ungefähr? Ja, ungefähr. Boah! Auto ein bisschen überfahren, gerade so ein bisschen. Oh, sorry. Das Überholen allgemein einfacher. Boah, ich weiß nicht. Also hier zumindest auf jeden Fall nicht. In F1 hast du halt DRS dann, dann geht's auf der Geraden, auf der Start-Ziel ziemlich easy. Aber also hier habe ich mir jetzt echt richtig schwer getan, irgendjemanden zu überholen. Auch wenn es vielleicht ging. Generell ist es etwas schwieriger, halt, du hast halt mehr intensivere Zweikämpfe, aber das ist halt der GT-Sport. Und es kommt halt auch auf viel auf Boxenstrategie an. Ja, stimmt, das ist dann auch natürlich noch so eine Sache. Doppelstens. Also, raus geht's, man fährt ins Endrennen. Beifahrer auf selber Play ist sehr, sehr schwer zu überholen. Ja, ich glaube, das sagt er jetzt. Bei Formel 1 ist es was anderes, da holt man dann hin, zurück, aber hier ist es vorbeikommen generell fast unmöglich. Ich hätte mal Bock auf Nordschleife, da hätte ich echt mal Bock, das zu machen. Da muss halt alles nicht fahren. Ach stimmt, das gibt's hier nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Hier gibt's nur die GP-Strecke. Ja. Stimmt. Wir würden uns das 24-Stunden-Rennen im März fahren. Allein deshalb ist es schon toll, wenn man iRacing hat. Das ist aber der einzige Grund, warum ich auf iRacing gewechselt bin. Nicht gewechselt, aber jetzt auch iRacing fahre. Das sind die LMP-Autos, Le Mans und die Rotring. Sorry! Passiert. Okay, letzte Runde. Oh nein, nein! Ah! So. So Leute, was meint ihr? Nächstes Mal Bernd Mailänder ablösen. Oh, können wir das Safety Car selber fahren. Das wär's. AMG geht ja jetzt. Was sich dann Lewis Hamilton dann ständig beschwert, dass das Safety Car zu langsam ist. Dann soll er schneller fahren. Ein guter Safety Car wäre, würde er sich auch um GT3 beschweren. Ich glaube, du darfst es erst fahren, wenn du eine Runde ohne Traction Control überlebt hast. So, Niklas. Ja, warte mal ab. 1,2 Sekunden da von der letzten Runde. Ah, nee, doch. Dann wird halt nur 1,5 Sekunden.
schlecht schlage ich mich aber auch nicht, das gefällt mir. Einfach die Schikane kappen. Du hast einfach alle rausgekickt, die vor dir waren. Darf er doch nicht wissen. Nein! Nein! Mit Ansage. Der Lexus hier über die Kurve ist so assi. Ja, ich glaube, es war gar nicht so ohne für die ersten zwei Rennen hier online. So. Ich hätte schlimmer laufen können. Ein paar Crashs waren dabei. Oh, Alter! Feuerwerk! Geil. Aber jetzt die Unfall. Alter, da. Feuerwerk. Das? Nein, ich war das nicht. Wer war das? Das war's? Ja, das war's. Over. Nee, das war der Kollege Stör. Echt? Der mit dem Essen, oder was? Ja. So, Safety Rating ist jetzt bei 68. Super. Der hat aber genau auf mich drauf gehalten, ne? Ich glaube, der hat einmal so mal reingebaut. Das Ding ist halt, am Anfang ist es richtig easy, Safety Rating zu gainen, aber sobald du einmal runter bist, ist es richtig beschissen. Ja, Safety Rating ist halt auch nicht ein etwas, das du quasi für ein Rennen sammelst, sondern das ist ein Durchschnitt der letzten, keine Ahnung, x Rennen. Und natürlich jetzt über die ersten Rennen sammelst du halt richtig viel. Und später hinaus wird es halt immer schwieriger. Ja, das ist wahrscheinlich hier bei iRacing auch. Ja, aber eigentlich, wenn du relativ viel fährst, sage ich mal, und halt auch einigermaßen sauber, ist ein 99er Safety Rating eigentlich jetzt nichts Besonderes. Mhm. Ja, hat echt Bock gemacht, jetzt die zwei Rennen. Ja, sehr cool. Wollen die noch Bock haben, ein bisschen sehr auf cool. Lobby? Ja, gerne. Warte, ich ja. Gern, am besten schreiben wir im Chat, auf welche Server wir jetzt erstmal gehen, weil. Oder Patrick mutet gerade den Stream, sonst sind die voll, bevor überhaupt welche von uns drauf können, denke ich. Ich kann mich kurz muten, oder? Oder wie machen wir's? Oder was? Können wir gerne machen, ja. Ich mute mich kurz, schreibt ihr dann kurz rein in Discord. Dann kommst du auf den Chat, auf den Server und wollen wir auf unseren eigenen? Aber dann würde ich den schon public machen. Können wir auch einen Vollstreet haben. Ganz kurz, ist er jetzt weg? Ja, ja. Nee. Ah, nee, ist er, aber du bist gemutet. Also man hört uns nicht mehr. Nee, also das kann ich jetzt gleich reinmachen, wenn ihr wollt. Okay, dann machen wir das mal. Ja, okay, bis gleich. Ja. War nett, Reli. Gerade überholt. Ja, cool. Aber war doch jetzt mal für die ersten zwei Rennen. Also bisschen, hier sieht man es gerade. Bisschen gestruggelt schon in der einen oder anderen Kurve. Ja, ist krass, wenn man von der Ideallinie abkommt. Das hätte ich nie gedacht, dass wenn man so einmal so ein bisschen runterkommt, dass es dann komplett, dass der Grip weg ist. Ist komplett weg. T-Shirts. Gibt's einen Laden, der heißt Amazon. So. Dann schaue ich jetzt mal kurz rein. Dann fahren wir jetzt noch ein bisschen Open Lobby, vielleicht. Bin noch nie Open Lobby gefahren hier. Schauen wir mal. Ja, Leute, aber die Livery ist schon echt krass. Also es ist echt cool, dass wir jetzt so ein Auto direkt so eine Lackierung am Start haben. Sogar mit Fahrschule hinten drauf. Mega stark, dass sie das gemacht haben. Oder der Kollege. Gerne unten abchecken. Der Designer-Kollege, ich habe gerade den Namen vergessen. Aber könnt ihr mal abchecken, falls ihr irgendwie für ACC auch Lackierungen braucht oder so. In der Videobeschreibung ist es verlinkt. Union Berlin High. Ja, ist eine Herausforderung der AMG. Ich bin aber tatsächlich noch gar nichts anderes gefahren. Also
Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was sich jetzt besser fährt. Also, das war das erste Auto halt, das ich ausprobiert habe, so. Das wir ausprobiert haben. Ja, aber mal gucken, ob wir demnächst mal andere noch ausprobieren. Aber wenn man halt so eine Lackierung hat, das ist schon richtig cool, dann will man den halt immer wieder fahren. Und so im Nacht, so in die Nacht reinfahren, ist schon ziemlich cool. Okay, dann gehe ich hier mal raus. Einmal auf Escape drücken. So, zack. Dann kann ich das hier mal beenden, glaube ich, schätze ich mal. Beenden. Können wir vielleicht nochmal ins Hauptmenü. Ich könnte es mir vorstellen, einen echten Wagen, F1-Wagen selber zu fahren. Also ausprobieren, so ein F3 vielleicht. Ich glaube, das wäre schon cool. So. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken. Discord? Noch niemand was geschrieben? Ich entmute mich sonst wieder. Ah, Scorepunkt Racing Esports Open Lobby. Hätte ich jetzt vielleicht nicht vorlesen sollen. Okay. Mal kurz schauen, ob ich da reinkomme. Scoop hier. Okay, ah cool. So. An den Scheinwerfer vorne. Okay, bin drin. Ich weiß aber auf jeden Fall, ah, cool, was du gemeint hast. Ja. Ja. Ich hab's also ein bisschen mit dem Stift drauf gepinselt. Also die Lobby ist jetzt offen. Ja, genau. Ja. Okay, also wenn jetzt Leute mitfahren wollen, ja, könnte ich theoretisch reinschreiben jetzt, oder? Ja, genau. Kannst du reinschreiben. Genau, aber die sehen auch den Servernamen. Genau, also Leute im Chat, wenn ihr mitfahren wollt, ich schreibe euch kurz das rein, wie die Lobby heißt. Das sehen aber, sie jetzt auch gerade oben schon im Stream. Ja, das ist. Achso, ja, ich schreib's trotzdem nochmal rein. Niklas, wegen Livery, wir gehen das morgen alles in Ruhe durch, ne? Sammeln einfach die Beschwerden, sag ich jetzt mal, von den Leuten, dann machen wir jedes Team individuell und dann kriegt da jeder, was er will. Jeder kriegt, was er verdient. Ja, genau. Ah, sogar einer wagt sich mit dem Porsche Cup. Porsche Cup? Ah ja, da. Genau, Patrick, vielleicht interessant zu wissen, du siehst ja jetzt, wenn du in der Box stehst, da ist die Startnummer 18, die hat unten rechts, hat die so ein kleines grünes Feld. Das ist ja das Symbol für Porsche Cup. Okay. Beziehungsweise generell für Cup, glaube ich, oder? Genau, grün ist generell Cup. Der GT4 hat so ein, lass mich nicht lügen, hellblau. Und der M2 hat dunkelblau. Ja. Daran erkennt man halt die unterschiedlichen. Und damit ich mich schon mal darauf einstellen kann, was fahrt ihr so für Zeiten hier? 54. Was? Ich fahre so 54er halt, aber. Dann 53. Ja. Übrigens für den Chat, die hören uns, wir haben nur 17 Slots freigeschaltet. Nicht, weil wir nicht mehr wollen, aber wir mussten die Track Metals halt auf Null lassen. Und der Server hat dann so eine eigene Einschränkung, dass man das nicht höher stellen kann. Zumindest in unserem Server-Tool. Ja, aber ist der Patrick nicht schon Nürburgring öfter gefahren? Vielleicht hat er da die Track Metals schon. Ich bin letztes Mal im letzten Stream mal ein bisschen Zeitfahren gefahren. Ah, dann könnte es sogar. Ah, gut, jetzt. Aber ich weiß nicht, die Runden waren auch nicht immer so sauber und. Müssen nur Welle. 2 Minuten 03 bin ich gefahren, das weiß ich. Das ist, die Zeit ist egal, du musst nur die Welle drunter gefahren sein, dann kriegst du die Track Medals. Ja, wir lassen es mal auf 17, oder? Oder sollen wir noch. Ja. Ich sag mal, es ist jetzt nicht so, als ob das Server innerhalb von 3 Sekunden voll war. Wir haben jetzt 16 Leute, einer kann noch kommen, das ist okay.
Gut. Perfekt. Das ist interessant, oder? Dann haben wir jetzt was eingestellt. Zeittechnisch. 10 Minuten und 30 Minuten. Also Rennen. Keine Ahnung. Mit 15 Minuten Quali, 25 Rennen. Okay. 25, ja, 15 Quali, 25 Rennen. Mhm. Okay, passt. Ja, genau, okay. Das ist unser Standard Open Lobby Server. So Leute, ich stelle nochmal kurz Setup ein. Das muss ich einmal noch laden. Nürburgring, okay. Laden. Zurück. Okay. Gut. Let's go. So, dann gucken wir mal. Schauen wir mal, ob wir die 2 Minuten dieses Mal schlagen, knacken können. Das hat letztes Mal irgendwie nicht geklappt. Aber da waren halt auch 60 Liter im Tank. Hä, warum habe ich jetzt wieder 100 Liter? Ach Gott. Moment. Das ist ja vermutlich nicht abgespeichert hast. Ja, Moment. Zurück, Garage. Ach, jetzt habe ich extra Setup geladen, jetzt habe ich wieder zu viel Sprit drin. Ja. Mal kurz die Cam hin und her schalten. Ich wollte extra weniger machen. 13. Oder so. So. Zurück. Schließen. 14 Liter, reicht das mal? Okay. Nochmal. Nochmal. Aber danke, Stefan, fürs Melden. Jetzt haben wir 14 Liter, das ist auf jeden Fall sehr wenig, aber. Nicht für 4 Liter. Oh, oh, oh. Verkehr. Ja, ganz schön was los jetzt. Ah, Moment, ich tue mal meinen Chat noch hier unten hinlegen. Ich muss mal kurz noch mal rechts ranfahren. Das muss ich mal kurz hier, zack, den hier hin machen. Dann seht ihr nämlich mehr. Wenn man das so, vielleicht so. Ich weiß nicht, ob das arg störend ist, wenn man das hier hin macht. Das ist echt ein bisschen doof hier, aber gut. Ja. So ist besser. Oh. Jetzt seht ihr auch rechts ein bisschen mehr aus dem Fenster raus. So gut, schade. Zweieinhalb. Also sagen wir so, die Strecke bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gefahren, so vom letzten Mal noch. Nur vielleicht die Linie. Ist ja nicht perfekt.
An die Schikane musste ich mich auch erst gewöhnen, dass das die andere Schikane ist. Schnelle Schikane, hoppla. Im Vergleich zu welchem Spiel? In F1 wird die Schikane anders gefahren. Aber dumme Frage, ich wusste gar nicht, dass es F1 ist. Wie wirklich hat. Ich glaube, ich muss Formel 1 nochmal anfangen. Mhm. Im aktuellen Spiel aber, oder? Ja. Oder was hast du jetzt gemeint, Patrick? Gibt's nicht Schnell- nee, in F1 halt allgemein. Formel 1 fährt die andere Schikane. Deswegen, In iRacing heißt das aber, oder? Ja, genau. Ah, ja. Ja, ja. Zum Beispiel. Ja, ich war jetzt gerade verwirrt, ich dachte, im aktuellen F1-22 gäbe es da. Nee, da ist die Strecke nicht drin, aber generell, wenn F1 da fährt, wird die andere Schikane gefahren. Ja, weil ich habe mitbekommen, vor dem Mau und so gibt es, glaube ich, gell? Also auch wenn die gar nicht. Ja, genau. Deswegen hätte es ja sein können. Kann man joinen? Yes, yes, kann man, tatsächlich. Ah, bisschen hoch, ups, bisschen hoch scrollen im Chat. Der Server ist voll. Scopum Racing. Ah, ist voll? Ja. Nein, die Tracken, das bringt mich gerade ein bisschen um. Direkt rote Zeit. Zwei Runden reicht der Sprit, okay. Nein! Das gibt's doch nicht. Also da macht mir die Runde echt schnell ungültig hier. Das ist der Sektor. Yellow Flag ist Sektor. Neue F1 Alpha hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Nicht so überrascht. Ja, fast gleich, aber ein bisschen anders. Ein bisschen andere Farbe. Ja, fast gleich würde ich auch nicht sagen. Der hat schon mehr Veränderungen mitgebracht als die anderen Teams. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nicht sagen, er gefällt mir besser als der alte. Mhm. Also die Farben sind schon cool, muss man schon sagen. Okay, jetzt mal eine gültige Zeit fahren. Warte mal zu, dann geht er nicht mehr. Fabian? Ich bin nur gemutet. Ja, erwähne vielleicht bei dem. Der Patrick für den kleinen Rechtsknick darf auch nur lüften, aber auch nicht bremsen. Das ist vielleicht trotzdem die Zeit, aber Rechtsknick wegen?
den aus der Mercedes-Arena raus. Da musst du nur kurz vom Gas gehen, dann kannst du wieder drauf gehen. Ja, ich guck mal. Ich denke, die dürfen dann auch im Anschluss ihre Zeit noch fahren. Porsche, ich mache erst bis links in den Cup nicht mitnehmen. Wenigstens jetzt mal gilt die Runde, aber ich glaube, der Sprit reicht jetzt gar nicht mehr. Eine Runde. Bam, dein Crewchief teilt uns allen immer alles mit. Stimmt, den sollten wir mal aktivieren. Den guten. Okay, letzte Kurve braucht man eigentlich nicht in den ersten schalten. Nee, letzte Kurve im zweiten kann ich nicht. Ach, guck, 1,58. Das ist doch ein Chef. Da haben wir die 2 Minuten geknackt. Der Gains von mir schon gerade richtig Zeit. Ja. Yellow Flag ist aktiv. Ja, ein bisschen zu langsam raus, oder? Den Innenkörper da links müssen nicht mitnehmen, der macht sich nur langsam und macht auch den Schritt. Okay. So, jetzt ist Sprit aus. Okay, aber da ging auf jeden Fall noch was. So, das schaffe ich jetzt nicht mehr in die Box rein. Das rollt jetzt nur noch aus. Aber ich kann mich ja so zurücksetzen, oder? Ja, kannst du. Alles gut. Du hältst einfach an, drückst auf Escape und dann back to Ja, genau. Da ist einfach der Sprit oder aus. Okay, Boxengasse. Sprit muss ich dann nicht nochmal neu, ich kann einfach wieder rausfahren. Ja, oder? Du kannst einfach wieder rausfahren, genau. 2 Minuten halt noch. Okay. Das reicht wahrscheinlich noch für eine Runde. Ja, wenn du jetzt hier. Ja. Knapp. Knapp. Ups. War ich zu schnell? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay. Na egal, fahren wir trotzdem nochmal einmal. Hab ich ein bisschen zu schnell direkt wieder vergessen, um etwas anzumachen. Wann gibt es die LFM-Lizenz? Tja, das müssen wir mal schauen. Immer langsam mit den jungen Pferden. Ja, so Sekunde wäre schon noch drin gewesen insgesamt, schätze ich mal. So an allen Ecken. Perfekt läuft. Nürburgring ist halt auch wieder so eine Strecke, wo man schlecht überholen kann, oder? Nee, da kannst du tatsächlich ganz gut überholen. Die kannst du eigentlich echt? In die Lunderfähre, wo du gerade reinfährst, kannst du extrem gut überholen hier.
indem du einfach später bremst, innen reinfährst und einen Double Apex fährst. Mhm. Du kannst ganz gut in, also du kannst halt ganz gut in die erste Kurve dich reinbremsen, weil da ist nicht schlimm, wenn du, da kommst du ja beim Exit eigentlich eh so in der Mitte raus. Wenn du da halt dann viel später bremst, dann kannst du da halt nach außen dich raustreiben lassen. Dann bekommst du die Kurve immer noch und der andere kann keinen Switchback machen, weil du die nächste Kurve wieder innen bist. Und wie ist hier vor der Schikane, geht auch, oder? Da geht's auch, aber ist sehr sketchy. Wenn der andere halt mithalten will, dann fliegt ihr meistens beide raus. Also da müsst ihr schon einig sein, wer vorne ist. Ja. Weil zu zweit durch die Schikane geht nicht. Naja. Und wenn jemand die Schikane scheiße bekommen hat, dann kannst du theoretisch auch die letzte Kurve überholen. Also geht auch innen rein. Aber ich bin mal gespannt. Wenn die Schikane scheiße bekommen hat. Session is now over. Alles klar. Gut. Ich bremse immer viel zu früh, Mann. Würde mich freuen, dich da zu sehen. Ja, mal schauen. Erstmal Fahrschule, dann sehen wir weiter. Und danke, Jan. Vielen Dank. Ist nicht mein Rennteam, nee. Als ob ich ein Rennteam habe. So. Wunderbar. Patrick, du bist, so wie ich das hier sehe, nur auf Replay gegangen, aber du stehst noch auf der Strecke, ne? Ah, ich muss zurück. Garage. Ja. Wo wollt ihr denn hin, Leon? Ich? So. Ich wollte in eine Wand. Also wieder 55 Liter. Die Nordschleife ist gesperrt, ne? Ja. Schnell Setup nochmal machen. Keiner wisst. 15.000 Bild. Der Garage. Setup. Boah, 5 Minuten Wartezeit. Setup. Also 55 reicht auch wieder, oder? Müsste. Also aber bei ein bisschen mehr. 50 reicht vermutlich auch. Warte, ich rechne es gerade aus. Einfach dann. Also für 35, was haben wir, 30 Minuten, bräuchten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr, ja komm. Jetzt machen wir Average so. Average Lap Time Sänger einfach mal 1,57. So. Dann geht 25 Minuten. Dann bräuchten wir 43 Liter. Also einfach, 6 einfach, 48 nehme ich mit, das reicht. Oder was ist dein Fuel per Lap, Patrick? Da steht bei Fuel and Strategy, steht da unten noch Fuel per Lap. Ah, 3,16. Ja, okay, dann kannst du auf jeden Fall mit 45 fahren. Ja, okay, passt. 3,16 bräuchtest du 41 Liter insgesamt. Perfekt. Okay. Na, Reifendrücke, scheiße, muss ich noch anpassen. Alter, wie kann man denn all drei Sektoren einen Purple Sektor fahren und dann trotzdem nicht die beste Zeit? Hä? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin noch ganz kurz auf Toilette, ich komme sofort wieder. Das ist nicht leicht. Ja, Leute, also F1 und HCC ist halt, man kann da jetzt nicht sagen, anspruchsvoller. Vielleicht ist, also HCC ist auf jeden Fall so anspruchsvoller, was schnelle Zeiten fahren angeht. Aber F1 ist auf jeden Fall anspruchsvoller, wenn es ums reine Fahren geht und nicht weghauen.
Also ich glaube nicht, dass man in einem F1-Game ohne Fahrhilfen einsteigt und sich nicht weghaut. Nicht direkt wegspinnt. Ich glaube, so könnte man das sagen. So. Okay. Ja, dann machen wir noch das Rennen und dann ist gut, oder? Dann haben wir noch einmal 25 Minuten Rennen. Schön. Also ACC ist auf jeden Fall deutlich angenehmer zu fahren. So insgesamt. So rein vom Racing und auf der Strecke bleiben und ja. Kann man so sagen. Das hast du vorhin schon sehr gut gefahren mit den gesagt mit den Worten, es ist schwerer, schneller zu fahren. Also es ist schwer, schnell zu fahren. Das ist, glaube ich, das drückt sehr gut aus. Ja, also bei F1 ist echt so eine Challenge, ohne Fehler durchzukommen, ohne dass man sich weghaut irgendwo oder. Ja. Das ist jetzt ein ACC leichter. Aber wahrscheinlich ist so Konstanz und so übers komplette Rennen ist halt dann schon genauso wichtig. Aber ACC 5000 Buttons belegen. Zündung gibt's nicht. Ja. Ja, stimmt. Aber ist eigentlich cool. Also ich finde es halt cooler, wenn man echt viel Buttons belegen kann. Weil ich meine, für was habe ich denn 1000 Knöpfe auf dem Lenkrad? In F1, in dem neuen F1, brauchst du drei Knöpfe oder so. Wenn überhaupt. Einmal ERS, DRS und dann einmal noch Hotlap einstellen. Ich habe für ACC sogar eine Buttonbox. Wenn man einmal F1 drauf hat, kann man jedes Jahr ohne Fahrhilfen einsteigen. So, jetzt gehe ich noch mal einmal kurz hier ins Setup rein. Kälter geworden. Kälter geworden? 1 Grad. Nochmal. Okay. 30 Seconds. Okay, dann klicken wir mal auf Fahren und dann. So. So, Motor geht an. Motor geht an, okay. Hauptsache, der Motor geht von selber an. Man muss irgendwie nicht Zündung machen. Stay double file. Ja, das musst du dir für später belegen. Das ist bei Boxenstops ganz wichtig. Mit Fahrerwechsel. Okay. Direkt ordentlich Wheelspin hingelegt. Oh Gott, ich hab Angst. Sammelt man eigentlich immer gleich viel Safety Rating? Also egal in welcher Session? Ja, mit Safety Rating, ja. Also im Multiplayer genauso viel wie im Single? Ja. Zu schnell. Das haben wir heute einen Gleichflug bekommen. Wir sichern uns da. Crash. Slow car ahead. Das war Autoscooter. Nürburgring gleich. There's a slow car ahead. Ich glaube, da habe ich zu früh rechts rüber gelenkt, aber das habe ich das Auto nicht gesehen. Irgendwie. Wow.
Nee, das ist nicht LFM. Wie jeder fragt. Es sieht aber nach LFM aus, wenn das so kracht am Anfang. Ach so, ach, da kracht's immer, oder was? Ja, oft. Naja, so, komm doch an, welchen Schritt du bist. Oh, verdammt! Los, Leon, hast du keine Mist? Tobias! Oh, scheiße, da fehlen ja die Schilder. Das ist wie in F1. Klagen sich auch mal alle. Oh ja, das ist tatsächlich schwer anzubremsen dann. Du kannst natürlich mal schauen, die Boxenlinie macht so einen Knick nach rechts, das ist auch ein ganz guter Treffpunkt im Mercedes. Okay. Irgendein Akira hat mich rausgeholt. Hier wird gerade geschrieben 611 TC und 410 ABS hätte ich. Ist das irgendwie groß relevant? Kann der TC, also Traktion, Traction Control und ABS, Anti-Block System während dem Fahren einstellen. Das heißt, aber darf ich das machen? Ja, wenn du die Controls belegt hast, schon. Das kannst du aber unter HUD einstellen. Ja, wenn er die Taste dafür belegt hat, schon. Also für das HUD. Ja, was die realistische Einstellung ist, keine Ahnung. Was ist die realistische Einstellung? Für ABS und so. Also komplett halt aus, oder? Nein. Okay. Oh, das tut so weh, die Drive-Thru. Also komplett aus, das ist, glaube ich, komplett unrealistisch. Das ist ja die TC, die du hier an verschiedenen Stufen einstellen kannst, das ist ja im Echten genauso. Und das machen die Fahrer halt, wie es dir passt, weil es ist, es ist natürlich nicht wie die Traktionskontrolle im Formel 1 Spiel, aber was die Leistung angeht, was hinten dann aus der Kurve rausgeht, da ist es dann relativ ähnlich. Dass du dann natürlich, je mehr Traktionskontrolle drin hast, desto langsamer. Ja, ist halt so eine Setup-Sache in dem Fall halt einfach. Au, ja. Ist eher so eine Fahrstil-Sache, wie gut du damit klarkommst. Klar ist das Setup, ob dein Setup jetzt eher auf Untersteuern oder Übersteuern ausgebaut ist. Also eher aggressiv oder eher weniger aggressiv. Aber sonst ist es auch eine Fahrersache, wie sanft man aufs Gas gehen kann, wie gut man mit einer niedrigen Traktionskontrolle klarkommt. Okay. Also ich habe da jetzt halt nichts geändert, ich habe halt einfach losfahren. Ja, Setup, die wir fahren, das passt eigentlich schon standardmäßig. Ich glaube, das ist einer von uns, der BMW, ne? Ja. Ja, das ist einer von uns. Jo, Digga, geh doch nicht in die Schikane rein, Digga, wenn ich... Boah, Leon, bleib doch mal ruhig. Nicht beleidigen, du bist immer noch im Stream. Ach, bin ich beleidigt. Aber ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß nicht, wenn sie mir auf deinem Platz nehmen. Ich hätte dich vorher noch bei 1,4 Sekunden gedive-bombt. Aber auf was ist eigentlich jetzt Schaden immer gestellt? Schaden oder gleich? Kann man nicht ist immer gleich, kannst du. Glaube ich nicht ausstellen, außer ein Singleplayer-Lobby. Okay. Also immer an.
Slow car ahead. Achso, ich kann auch während der Runde mit der Traktionskontrolle spielen. Ja. Mhm. WR ist irgendwie immer so lassen, wie so ein Setup ist, es passt schon. Traktionskontrolle kannst du einstellen, wie du willst. Oh Gott, was war ich denn jetzt im Stiefel? Boah, denn diesen Knick, also erste Kurve, weiß ich jetzt gerade echt nicht, wo ich drauf schauen soll. Die Boxenausfahrt, oder? Ja, dann mach wo, da gibt's so eine Linie. Also die Linien, die du dich auch halten musst, auch ein F1, ne? Also zum Rausfahren, ne? Ja, genau, wo die quasi die abknickt, macht oder? Knick nach rechts, damit sie da gerade läuft. Und an diesem Knick kannst du den Mercedes bremsen. Wenn sie diesen Knick macht und gerade da drüber fährst. Also allgemein könnte man ja sagen, sobald man das Driften hört, ist man ja eigentlich langsamer, oder? Man hört das ja schon immer ein bisschen raus. Ah, jetzt habe ich den Knick gefunden. Ah, so Gänge ist noch ein bisschen ein Ding. Niedrige Gänge geben auch extrem Turn in plötzlich. Wahrscheinlich ist es hoch schon schneller immer, oder? Eher höher benutzt.
alle konzentriert am Fahren. Das sind schon okay Zeiten. Das erste Mal fahren oder generell? Nee, die sind gut. Was ich hier halt top finde, dass man so in die Eisen steigen kann. Dass es nicht so wild ist, wenn man komplett durchlatscht. Für die kurze Zeit. Also das letzte Mal haben wir ja mit 60 Liter oder 69 Liter hat man drin. Oder hat man, glaube ich, drin in der Hotlap. Da ging es nicht unter 2 Minuten. Das war nicht möglich. Aber jetzt geht's auf einmal. Das merkst du immer wieder, wenn du dann mal ein paar Wochen auf die Strecke nicht gefahren bist, aber du bist halt andere Strecken durchgängig gefahren, wie du dich jedes Mal verbesserst. Mhm. Das ist halt hier so, Kilometer machen den Meister. Stunden. Ja, aktuell geht nicht mehr. Zeittechnisch. Mal gucken, wie dann der Wechsel dann jemals, also jeweils ist zu F1 wieder und dann wieder zu iRacing, so hin und her. Mal gucken. Das klappt. Ja, F1 hat gar kein Force Feedback gefühlt. Im Gegensatz zu dem hier. Ding hier. Aber da waren die alten Games auch anders, tatsächlich. Ja. Bene, moin. Bisschen Abwechslung muss sein. Ich finde halt, es sieht ultra realistisch aus. Also im Vergleich zu allem anderen, was ich bis jetzt so gefahren habe. Dazu muss man halt einfach sagen, dass iRacing aber halt auch schon das viel ältere Spiel ist. Ja, das stimmt. Wann kam ACC raus? 18, oder? Für 1.17 hat das beste Force Feedback, okay? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. 12. September 2018 kam ACC raus. Und iRacing am 26. August 2008. Ja.
So, also jetzt ist nach vorne halt nichts mehr los. Sehr viel Abstand. Das Feld extrem weit auseinander. Danke, Leon. Herr Marc. Er wird von iRacing mehr. Was? In deinem Chat sagt einer, er mag den clean Look von iRacing mehr. Ach so, ah ja, jetzt sehe ich es gerade. Ja, weiß nicht. Also, iRacing hat halt nicht so viele Details für mich. Ich finde den ACC, das Einzige, was an ACC kacke ist, ist die Physik, was die Hitboxen angeht. Okay. Der Autos. Da gibt's mal, lehnt sich einfach nur an und der andere fliegt in der 360 Grad Drehung aus der, von der Strecke. Wie sehen da die Boxenstops aus? In iRacing sehen die schon ganz komisch aus. Ich habe zwar erst einmal oder so geboxt, aber... Ja, ist schon eine richtige Boxencrew. Okay, so ist es animiert dann? Ja, du musst das in den Einstellungen einstellen, dass sie dir angezeigt werden. Und dann haben sie auch so richtig die Reifen und so in der Hand und laufen dann rum. Okay. Ja, also ist eigentlich schon ganz gut animiert. Auch wenn du dich betanken lässt, ist auch so ein Tankschlauch da und alles. Alles schon ganz geil. Das würde ich mir halt in iRacing schon wünschen dann. Ja. Wäre iRacing bei mir schon Top Nummer 1. Das sind tatsächlich Sachen, wo ich gar keinen Wert habe. Mir persönlich ist es total egal. Spiel eine gut animierte Box. Ja, es ist halt schon so ein bisschen Erlebnis noch mit dazu. Ne? Mit ja. Sicherheit, aber irgendwie lege ich da, also null, ich lege da gar keinen Wert drauf. Für mich wäre das kein Grund, zu Spiel A oder zu Spiel B zu greifen. Ja, ich habe mich ja sowieso dazu entschieden, iRacing zu fahren, also ich sehe da jetzt auch keinen Weg mehr zurück. Hat man ja heute gesehen. Den einfach haben wir auch gesehen, ja. Überhaupt gar kein Gefühl mehr im Auto, in der Bremse, nichts. Alles verloren. Das sinnlose Rumschieben in ACC, ja. Ja, wenn du falsch anhältst oder zu weit vorne, dann wirst du zwar hochgebockt, dann werden dir diese Rollbretter untergelegt und erstmal gefühlt zurückgeschoben. Okay. Ja, wenigstens kann man in ACC selber reinfahren. Ja, das stimmt. Das ist ja schon mal ein Vorteil. So. Jetzt geht's für mich ins Eine Sache, die verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht schon lange bei Formel 1 drin haben, dass man da eigenständig durch die Box fahren kann. Ja, das ist halt auch wie Einführungsrunde war ja ewig lang nicht aktiv, ja, dass genau. Man quasi zum Startgrid fährt. Und das war auch nur der Grund, weil sie gesagt haben, sie haben Angst, dass es halt quasi online zu komplettem Chaos kommt. Deswegen haben sie da eine ganze Weile gezögert. Ja, die können doch auch in der Boxengasse so Ghost-Modus reinmachen, dass da nichts passiert. Ja, stimmt. Vom Ding her, das haben sie ja, glaube ich, im Startgrid auch. Ja, aber dann wird es so sein, dass irgendeiner auf der Strecke spawnt und der auf der Strecke spawnt. Ja. Ist halt nicht. Das stimmt. Das ist auch nicht mal passiert. Also, ja. Solange die Ada da. Oh, Scheiße, mein Sprit reicht nicht. Bleibt ein bisschen. Wo bist du? Ich schieb dich. Na, ich hab noch, aber... Ja, das sind halt die Faktoren, die man beachten muss. Doch zwei Runden reichen. Eins glaubt man, dass nur zwei Leute die Backfest fixes machen. Gar keiner. Ja, oder gar keiner. Tot. Und wenn du was einsendest, also, dann musst du auf eine Antwort hoffen. Das ist mir schon aufgefallen.
Ja, deswegen sage ich ja, musst du auf eine Antwort hoffen. Es ist ganz, ganz selten, dass was zurückkommt. Und wenn, dann gefühlt ein halbes Jahr später. Ja, ja. Ich hab grad immer ein Zehntel im Delta, aber mehr geht nicht nach vorne. Leon, und dann steht da drinne. Ja, wir haben es jetzt in dem neuen F1 verbessert. Ja. Ja. Einfach ein Zoll zu selbe Spiel. Über draußen. Hinter der Achterbahn ist noch ein. Ja. Car on the right. Kartbahn, da kannst du auch. Clear on the right. So, eine Runde noch. Auf Suzuka war es ganz wild. Da ist ein Ferrari aus der Box gefahren, hat blaue Flaggen bekommen und hat mich nicht vorbeigelassen. Habe ich abgestellt, da hatte ich keinen Bock mehr. Der kam auch plötzlich. Kein Schaden. Krass. In iRacing ist es ja komisch, da reicht so ein leichter Kontakt, dass das Lenkrad nicht mehr gerade steht. Aber ja, gar kein Problem weiterfahren. Let's go. Ich hab 20 Sekunden Schaden. Safety ist immer noch bei 69. Er läuft gleich aus. Wo kam der denn her? Ja, keine Ahnung, wo der herkam. Ey. Zack, war da. Das Safety Rating ist exponentiell. Das heißt, für 70 brauchst du genauso viel wie von 1 bis 69. Sowas, glaube ich, irgendwie. Mhm. Wie war es? Ab 80 oder so kann man LFM-Lizenz machen, ne? Ja, also die kleine. Die kleine Lizenz. Okay, SA80 muss dann da stehen. Ja. Okay, die kleine Lizenz. 95 ist direkt die größere. Da startest du dann mit einem größeren SR-Wert. Also kannst du dich entscheiden. Aber es wird auch auf der LFM-Seite wird es auch nochmal alles erklärt. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal bald anschauen. Das wird wahrscheinlich so ein regelmäßiges Ding, dann hätte ich auf jeden Fall Bock. Meine rechte Seite. Jo, das war's. Wie? Ein Punkt. Ey, das ist noch nicht vorbei, ey. Nee, das ist noch nicht vorbei, ne? Ach, gibt's noch eine Runde? Ja, ist noch eine. Wenn weiß ist, eine ist one lap to go, zumindest in ACC. Oh. Ja, auch in iRacing, aber in Real Life ist weiß immer langsames Auto. Ja, kommt drauf an, wo. In den USA in Amerika ist auch. Ein Oval, aber. Ja, nicht ein Oval. Nee? Ja. Nee. Also, Chat, ich werde versuchen, jetzt regelmäßig einfach immer so einen Tag rauszusuchen, wo man halt ACC macht oder so, je nachdem. Schon hauptsächlich F1, aber so ACC immer wieder so zwischendurch. Aber man merkt es halt schon, wenn man jetzt echt eine Weile hier rumgekurbelt hat, dass die Arme abfallen. Obwohl es jetzt nicht viele Runden waren insgesamt eigentlich. Gut, 3 Rennen. Regelmäßig. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, welchen Tag. Also so für Streams wahrscheinlich. Ich glaube eher Videos wahrscheinlich eher nicht, aber Streams. Bei Videos sehe ich mich da glaube nicht so, aber. Danke, Dennis. So, aber jetzt ist vorbei. Jetzt haben wir die karierte Flagge. Da ist sie. Zack, da ist sie. Da haben wir sie.
cool, cool, cool. Also beste Runde war eine 1,58. 1,58. Aber auch oft im Delta gehabt. Was? Oft war sie im Delta, die 57. Das hast du nur nicht zu Ende bekommen. Ja, ja. Ja. Nice. So, direkt wieder. Wiederholung. Direkt wieder aufs Auto gucken. Was ist denn für eine krumme Zahl hier? Einfach 72 km/h in der Boxengasse. Muss ja ein Bug sein. Wunder, wundervoll. Ah, Helm. Das sehe ich gerade. Helm und so muss man auch noch machen irgendwann. Helm aussuchen. Einen ordentlichen Helm aufsetzen. Dass das auch ordentlich, dass das auch noch was ausschaut. Niklas? Ja? Bock noch ein bisschen an den Pizzfeind. Ich muss morgen arbeiten. So. Zoom-Delay. Ja. Patrick, ich habe mir vorhin schon mal so ein bisschen die Mühe gemacht und gefragt, wie das Kind schon geschlossen kommt. Ah, ja, perfekt, super. Kriegen, da hast du vielleicht schon mal. Ja, danke. Für den nächsten Rennen oder irgendwann. Sehr ganz cool. Cool geworden. Sehr cool. Ja. Aber echt cool, dass wir das heute hinbekommen haben. Hat echt Bock gemacht. Gar nicht so viel Crashs habe ich gebaut. Meistens war ich nicht schuld. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ein paar kleine Battles gehabt, weil wir waren ja gefühlt das halbe Suzuka-Rennen. Bumper und ja. Bumper, aber ja. Ich fand das Battle gegen dich. Jo, sehr gut, dann mache ich jetzt mal kurz Stream End und so. Ja. Genau, Leute, also ihr könnt gerne auch mal auf den Discord hüpfen, wenn ihr wollt, von den Jungs von Scopum. Einfach kurz in der Videobeschreibung abchecken, da ist ein Discord-Link drin, falls ihr Bock habt. Genau, ich schumme mich mal kurz. So. Und, was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Kann man das öfter machen, sowas? Ich finde eigentlich schon. Also zumindest auf jeden Fall Streams. So zum Streamen finde ich das echt cool eigentlich. Immer einen Tag. Ich werde mir da, glaube ich, so einen Tag raussuchen. Vielleicht einen Tag ACC, dann vielleicht einen anderen Wochentag für iRacing. Und der Rest der Woche ist dann halt so F1. Das wäre eigentlich cool. Und dann, je nachdem, wann halt so größere Rennen sind, RCC oder iRacing, oder so längere Rennen, keine Ahnung, mal 3 Stunden, mal 4, mal 6, was weiß ich, dann kann man halt so Special Events noch einschieben. Entweder am Wochenende oder je nachdem, wann die halt stattfinden. Und sonst F1 Videos, so wäre der Plan für die nächste Zeit, denke ich. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich muss mal gucken, ich darf mich da nicht zu arg krass übernehmen, aber ja. Auf jeden Fall. Abwechslung, immer gut. War top, danke euch. Silber bist besser als ich. Sehr gut gefahren. Ja. 1,56 incoming. Leute, es hat Bock gemacht, hat Spaß gemacht. Ich lasse euch kurz noch mit diesen Bildern hier allein. Pass auf, hier. Schaut euch das an. Also, Leute. Wir sehen uns demnächst, nächstes Video, nächsten Stream. Danke fürs dabei sein und das sind die letzten Bilder für heute Abend. Ich wünsche euch eine wunderschöne, gute Nacht. Macht's gut. Danke auf jeden Fall auch an Scopum. Nochmal abchecken unten drin. Und haut da rein. Machen wir was mit Marix. Kommt bald vielleicht, mal gucken. Schönen Abend. Und ciao. Bis dann. Bye bye.